Hallo, Julien. Wie gefällt Ihnen denn das heutige Thumbnail, ja? Geben Sie doch mal eine schöne Bewertung. Oh, Digga, dieses Bett. Alles klar. Ich erreiche meine Internetverbindung nicht, Leute, tut mir sehr leid. Am Arsch. Kannst mir fett die Eier lutschen, YouTube. Boah, Alter, diese Musik. Ach ja, hier waren wir. So, ich weiß schon, was ich hier bauen werde, nämlich meinen Schott und dann einen Bioreaktor. Habe ich gerade? Nein. Okay, weil wenn das so ist, würde ich sagen, gehen wir direkt zur Sunbeam. Schatz, ich weiß nicht, ob das. Oh mein Gott, das haben wir nicht gehört. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber wenn du dir das Spiel dann selber kaufst, wenn du mir dann weiter zuguckst. Weil eigentlich ist das ja dann Spoiler und so. Aber keine Ahnung, musst du wissen. Ich zock das Game halt nochmal durch, weil in 2 Tagen und ein paar Stunden kommt sowas wie der zweite Teil raus. Das ist kein zweiter Teil. Aber es spielt auf demselben Planeten, also es heißt Subnautica Below Zero. Das ist das, wofür ich das hier gerade nochmal spiele. Das ist praktisch wie der zweite Teil, aber es führt die Story nicht weiter, verstehst du? Das ist mit anderen Charakteren, an einer anderen Stelle, also auf demselben Planeten, aber mit anderen Fischen und so. Und weil das in 2 Tagen rauskommt und ich das dann direkt spielen wollte, weil ich das vorbestellt habe, spiele ich praktisch nochmal Subnautica durch. Aber, ja, das, was wir heute machen werden, ich stehe ziemlich unter Zeitdruck. Wir sind noch am Anfang des Spiels, bei 3 Stunden. Und wenn das so weitergeht und ich nicht morgen einen 20-Stunden-Stream mache, dann kriegen wir das Spiel nicht mehr durch. Und deswegen müssen wir irgendwie ein bisschen schummeln. Und ich habe mir da schon was überlegt. Ist mein Inventar denn leer? Natürlich. Perfekt. Wir schwimmen jetzt nämlich zum Landeplatz der Sunbeam. Was ein, wie da auch schon steht, über der Wasseroberfläche ist. So, und jetzt sehen wir das auch schon. Hinter der Wolke befindet sich eine Insel. Eine weitere Insel. Die gerade irgendwie nicht die Lust hat, ganz zu laden. Ah, jetzt. Ich würde eigentlich gleich nicht in den Berg glitschen. Detecting
massive energy signature in the region. Cannot identify. Du kleiner Bastard. Alter, verpiss dich doch. Was springt ihr hier so rum, Alter? Ne, ich beschäftige mich nicht weiter mit euch. Oh mein Gott, verpiss dich doch. Das sind irgendwelche Spinnen, die so groß sind wie du, Julien, und die greifen mich hier an, Alter. Alter, die springen mir über den Kopf. Hallo, Mr. Turm. Ah, ich muss ja überrascht tun, man weiß das ja nicht. Oh nein, ein riesiger Turm. Was macht der wohl? Und warum ist der genau auf der Insel hier, wo das Schiff landen will? Oh nein. Großer, großer Turm. Oh. Naja, das brauchen wir hier nicht. Die lilane Tafel, da hatten wir ja schon mal, aber die habe ich jetzt irgendwie nicht hierhin mitgenommen. Also, ja, ich bin irgendwie ein bisschen verplant. Aber dafür werde ich diese mitnehmen. Darunter klatschen und die dann hier bitte schon einmal einsetzen. Wunderschön. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Hallo. Unknown language attempting translation. Hello. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. So, jetzt sieht es nämlich so aus, dieser Turm ist groß und wir sind, wie man oben in der Mitte schwer, unschwer erkennen kann, 92 Meter unter dem Wasser. Und 92 Meter ist, genug. Genug auf jeden Fall. Hello. Oh. Das
fremdartige Gewehr. Ja, ich lese jetzt die PDA-Einträge zu den ganzen Sachen nicht vor. Ich sag euch einfach was zu den Sachen. Das Gewehr da, was in der Beschreibung steht, ist, ja, erstens, es ist halt ein fremdartiges Gewehr, ja. Zweitens wurde es wahrscheinlich von humanoiden Wesen, also menschenähnlichen Wesen, erschaffen, weil es halt aussieht wie für Menschenhände gemacht, aber es ist halt relativ groß. Ungefähr sowas stand da. Und ja, ich habe mir das alles gemerkt, weil ich heftig bin. Hallo, zweite violette Tafel. Come to Daddy. So, wie gesagt, das hier ist auch ein fremdes Gerät, ja. Das ist tatsächlich, steht auch da links, ein Weltenvernichter. Aber der hatte eine Fehlfunktion. Ich weiß nicht, ob man die hier irgendwie erkennen kann. Auf jeden Fall hat dieses Ding extrem viel Energie, um halt genug halt, um Welten zu vernichten. Aber es hatte eine Fehlfunktion und deswegen kam das nie zum Einsatz. Das steht da. So. Erstmal Loch im Tauchanzug. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Ja, und da hört man es jetzt, infizierte Personen können halt die Waffe nicht deaktivieren und der Planet steht unter Quarantäne. Weil der Coronavirus halt jetzt auch schon hier angekommen ist. Warum springe ich noch mal die ganze Zeit? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oh, hello. What's up, dude? You wanna get some Cheetos? Oh mein Gott, verpiss dich. Verpiss dich. Das war ein Warper. Corona-Impfung B-Lag, ja. Das war ein Warper. Unschwer zu erkennen, dass die sich teleportieren können, denke ich. So, und weil wir schon mal hier sind und ich sowieso nichts Besseres zu tun habe, bis in 17 Minuten die Sunbeam kommt, erkunden wir jetzt auch die Höhle, die sich hier befindet. Der ist Mr. Aurora. Guck mal, Baby. Guck mal, du bist ja nicht die Dümmste, ja? Guck dir dieses Schiff mal ganz genau an, okay? Warte, warte, warte. Merk dir dieses Schiff da. Guck es dir mal ganz genau an, okay? Pass auf. Wir wollen uns ja hier über niemanden lustig machen und so, ja? Aber, wieso krieg ich, hallo, auf TikTok eine, also diese Frage, Digga. So. Na, warte, ich zeig dir das schön in seiner ganzen vollen Glänze, warte. Okay, scheiß drauf.
das eine bisschen, was da fehlt, ist jetzt eh nicht wichtig. Auf jeden Fall, guck dir dieses Schiff mal an, ja? Wenn du das so siehst, wo würdest du jetzt schätzen? Wo würdest du jetzt schätzen, ist der Eingang zu diesem Schiff? Wo kommt man da wohl rein? Was würdest du sagen? Wie betritt man dieses Schiff? Meinst du das ernst? Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Vorne ist doch ein riesiges Loch. Wieso sieht das niemand? Da fehlt doch die Hälfte vorne. Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Ich wollte eigentlich mich in Anführungsstrichen über den Typen lustig machen, der gefragt hat, wo man in dieses Schiff reinkommt, weil das eigentlich die offensichtlichste Sache auf der ganzen Welt ist, aber okay, anscheinend ist es dann doch nicht so offensichtlich. Ist ja nur ein riesiges Loch im Bug vorne, ich meine. Ob man da rein könnte, ist eine Frage. Ich komme gleich wieder, okay. Ich bin das halt selber schuld, dass ich jetzt unter Zeitdruck stehe. Ich hatte das Projekt angefangen, hatte dann eine Woche oder länger sogar keine neue Folge dazu hochgeladen und jetzt so kurz vor Schluss fange ich damit an. Das ist halt, ist meine Schuld, das bestreite ich nicht. So hätte es nicht kommen müssen. Ist es aber leider. Was wiederum auch irgendwie heißt, dass ich im heutigen Part oder im nächsten das Spiel schon beenden werde. Weil in 2 Tagen, nicht mal ganz, da schafft man halt kein ganzes Playthrough mehr, so, ne? Wie gesagt, ist schade, dass es so kommen musste, aber. Es ist halt meine Schuld. So. Ach, jetzt sieht man das perfekt, okay? Schau doch noch mal bitte genau. Man sieht doch, es leuchtet sogar. Anja Hirschfeld. Hey, bin da. Eisbier 00. Ach so. Ja, man sieht ja wohl eindeutig jetzt, ja? Es leuchtet sogar rot.
dass man vorne reinkommt. Ich nehme es dem Typen, der mich das gefragt hat, ja nicht übel. Ich meine, irgendwie bin ich ja dafür zuständig, aber ist der YouTuber kam von meiner Mom, also nicht wundern, alles gut. Ich bin ja auch, ich habe mich ja selber dazu bekannt, eure Fragen zu beantworten, so. Aber man muss doch wohl sehen können, dass da, du meinst den richtigen Eingang, bevor es kaputt war. Nein, ich meine den jetzigen Eingang, weil jemand hat mich halt gefragt, wie man da reinkommt. Aber ich frage mich halt, ist das nicht offensichtlich? So, keine Ahnung, anscheinend ist es nicht offensichtlich. Und wie gesagt, ich will den Typ nicht blamen, ich nehme es ihm auch nicht übel, aber so, keine Ahnung. Das sind so Dinge. Das wurde mir, glaube ich, sogar in dem Frage- und Antwort-Tab geschickt. Aber dann frage ich mich halt, soll ich jetzt ein Video dazu machen, wie man in die Aurora kommt? Ich meine, das Video geht dann 10 Sekunden. Und irgendwie will ich ja auch gucken, dass meine Videos einen gewissen Qualitätsstandard irgendwo haben. Und nicht einfach nur irgendwelche 10-Sekunden-Fragen beantworten, die, keine Ahnung, eigentlich absolut offensichtlich sind, so. Ich werde die Frage von dem Typen vielleicht nochmal in dem Video dran nehmen, aber ja, keine Ahnung. Ein Video werde ich dazu jetzt nicht machen. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Fahren Sie mal bitte ein bisschen weiter nach hinten, Mr. Seemotte. Kannst ja mehr zeigen in so einem Video. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich in einem Video mehrere Fragen gleichzeitig beantworten sollte. Du hast zu Recht, Lemau. Ja, ich weiß nicht. Ich muss. Das ist halt. Ja. Aber wenigstens könnt ihr mich so verstehen, weißt du? Das Problem ist, ich hatte auch schon überlegt, in einem Video mehrere Fragen so dran zu nehmen und so, aber da muss ich halt auch überlegen, wie ich das mache, weil irgendwo ist das ja gut und schön, ja? Aber ich habe halt auch nicht. Ich meine, wir werden halt viele dumme Fragen gestellt. Und ich habe nicht. Ich habe jetzt. Ich kann mal nachgucken, wie viele Fragen. Ich screenshotte die Fragen immer, damit ich, falls die jemand löscht, ich die immer noch habe oder falls die gelöscht werden. Ich kann mal gucken, wie viele Fragen ich gerade habe. Ich habe fünf. Eine Frage zum Beispiel, wie ändert man die Sprache im Spiel? Können wir darüber reden, dass das gar nicht geht? Ich meine, dafür musst du halt die Sprache deiner Konsole umstellen und den PDA, der spricht sowieso immer Englisch. Das ist halt das Problem. Solche Fragen werden mir gestellt. Dann habe ich hier noch die Frage, ist Subnautica dein Lieblingsspiel? Habe ich zum einen schon mal beantwortet und zum anderen, soll ich jetzt ein schwarzes Video machen, wo steht ja? Wofür nimmt man die Teile für den Zyklop und Boot und so machen kann? Also der meint nicht, ich habe auch ein paar Mal über die Frage nachgedacht. Ich glaube, der meint nicht einfach nur, wo man die Teile vom Zyklop findet, weil dann hätte ich mich verarscht gefühlt. Das hat er nämlich wenig kurz danach gefragt, nachdem ich das Video zum Zyklopen gemacht hat. Ich denke, er meint jetzt, wo man die Fahrzeugerweiterungsdings braucht, kriegt. Dann kommt, hier ist die Frage, wie kommt man in die Aurora? Dann denke ich mir so. Digga, es leuchtet rot, aber ja, wie gesagt, haben wir jetzt lang genug darüber geredet. Dann habe ich hier die Frage, was muss man tun, nachdem man die Alien-Basis gefunden hat, damit die Story weitergeht, also die da. Ja, das ist halt eine Frage, dazu könnte ich auch ein Video machen, aber das würde dann wahrscheinlich auch maximal 20 Sekunden gehen. Und deswegen nehme ich solche Fragen dann eher oben in der Mitte und beantworte die während einem Video, einfach mit Worten. Anstatt dazu halt einzelne Videos zu machen. Das macht es halt um einiges einfacher. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt fünf Fragen und es kann sogar sein, dass ich die nicht alle in einem Video schaffe, muss ich halt schauen. Eigentlich nehme ich ja in einem Video nur so drei, vier Fragen dran, aber ich hatte auch, glaube ich, schon mal fünf Fragen in einem Video. Ich krieg das auf jeden Fall schon irgendwie hin, aber dann muss das halt ein längeres Video sein. In einem 30-Sekunden-Video schaffe ich das jetzt nicht. Dann hatte ich auch schon Videos, wo ich es gar nicht geschafft habe, Fragen zu beantworten, weil oben entweder immer ein Text stand oder es halt einfach nicht genug Zeit war. Und dann hatte ich einen Typ, ich habe eins meiner ersten Videos war eins, wo ich gezeigt habe, dass man halt mit diesem Glubscher den Reaper füttern kann, damit der einen in Ruhe lässt. Ich zeige euch das jetzt hier genau im Stream nochmal. Der hat das halt gefragt und dann hat mir das irgend so ein Typ nicht geglaubt, ja? Irgend so ein Typ hat mir das nicht geglaubt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja,
Ich zeig das irgendwann mal noch in einem anderen Video. Okay, ihr hört zu, ne? Ich habe gesagt, ich zeig das irgendwann mal noch in einem anderen Video. Und jetzt ist das Problem, er hat mir dann danach noch unter drei andere Videos, da ist ein Glubscher. Ich scheiß das Reparaturwerkzeug jetzt weg, ist mir egal. Weil anders kann man die nicht in die Hand nehmen. Er hat dann halt noch unter drei anderen Videos geschrieben, ja, Lügner, Lügner, du zeigst das ja gar nicht, du zeigst das ja gar nicht. Und dann denke ich mir, Digga, ein einziger Typ hat mir das jetzt nicht geglaubt. Und dann soll ich für ihn jetzt die Extrawurst spielen und nochmal ein komplettes Extra-Video machen, wo ich das ohne die Dev-Console zeige. Für die, die auch nicht wissen, was das ist, zack, ich drücke hier zwei Buttons. Guck mal, was ich hier alles habe. Explode Ship, No Cost, No Damage, Oxygen, das hier. Guck mal, wenn ich das mache, oh, ich verliere ja gar keinen Sauerstoff mehr. Das habe ich in diesem einen Video gemacht und seitdem sagen alle, ja, kreativ, 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 das ist, keine Ahnung, was die Scheiße soll. Und da ich die Dev-Console jetzt sowieso schon aktiviert habe, kann ich auch sagen, dass ich die heute sowieso benutzen werde, weil ich ja, wie gesagt, in zwei Tagen kommt Below Zero und ich wollte genau in der Stunde, wo das Spiel rauskommt, den Stream schon anschmeißen und sowas. Und ich werde heute die Dev-Console benutzen, aber im gewissen Maße einfach nur, um das Spiel ein wenig vorzutreiben. Ja, und dieser Typ hat mir dann geschrieben, dass ich ein Lügner bin, dass ich ihm versprochen habe, nochmal ein Video dazu zu machen. Und dann frage ich mich halt, was habe ich diesem Typen getan? Warum nennt er mich jetzt Lügner? Weil eine Person mir das nicht glaubt, soll ich jetzt noch mein ganzes Video machen? Ja, keine Ahnung. Ich will ja meine Zuschauer und so. Ich bin ja schon recht dankbar, das könnt ihr eigentlich meine Freundin fragen, wie sehr ich mich darüber freue, auch über die ersten Videos, die da hatten am Anfang 60, 70 Likes vielleicht, aber ich habe mich da trotzdem absolut drüber gefreut, keine Ahnung, das ist halt das, was ich immer wollte, so eine Community, die so dabei ist, weißt du, die nicht ein Video geht, dann hat dann viele Aufrufe und das ist dann das eine Mal und dann ist wieder scheiße, so, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber jetzt habe ich seit ein paar Videos eine decent Community. Ich glaube, wir hatten bisher auch nicht einmal unter 160 Likes. Und das ist, es macht mich halt irgendwie glücklich. Und dieses Zeug, was ich mache, funktioniert halt auch nur mit einer Community. Weil wenn ihr keine Fragen stellt, kann ich logischerweise keine Videos machen. So, ich habe zwei Glubscher. Kann sein, dass ich jetzt verrecke. Dann ist das halt so. Aber ich zeige euch das jetzt. Zwei Glubscher ist halt ein bisschen wenig, aber... Ich lasse mich doch nicht als Lügner hinstellen. So, wie sehe ich aus? Oxygen Efficiency decreased. So, hier unten ist irgendwo das Mistvieh. Ich hole noch mal kurz Luft. Ich weiß noch, wie dein Video auf einmal 100 Likes bekommen hat. Ja. Inzwischen haben manche 2000 und ich habe mich auch in Videos schon dahinter bedankt. Für die, das jetzt nicht wissen. Ah, noch ein Glückschein, nice. Ich habe mich schon dafür bedankt, okay? Also, ich habe das jetzt am Ende von einem Video einmal am dritten oder im vierten reingepackt. Für die, die denken, dass mir das komplett egal sind, das stimmt halt nicht. Und es stimmt auch, dass ich durch diese TikTok-Sache jetzt auf YouTube mindestens 15 Abonnenten dazu bekommen habe. Was für mich schon viel ist, wenn ich das so sagen darf. Für viele ist das wenig. Warte, was? 2000? Ja. Das ist absolut nochmal gestiegen, sag ich ja. Ist ein Wrack, da müssen wir später nochmal hin. Aber ich finde das Mistvieh gerade nicht. Ja. Das suchen wir gleich. Auf jeden Fall. Es ist mir komplett nicht egal. Das will ich einfach klargestellt haben. Nur ob ich jetzt ein extra Video dazu mache oder nicht. Ich meine, man könnte natürlich sagen, ich müsste euch dafür jetzt was zurückgeben. Aber ist es nicht irgendwo, dass ich weiß, das stimmt, oh mein Gott, ja. Ich habe mich gefreut wie so ein, weiß ich nicht was. Und ich bin halt wirklich dankbar dafür. Und einer hat auch schon geschrieben, ich soll mal ein Giveaway machen oder so oder euch halt was zurückgeben. Aber dann denke ich mir, guck mal, wenn ihr die Videos nicht liken würdet, würde ich überhaupt keine neuen machen und könnte keiner machen. Und wie viele Leute mir heute oder beim letzten Video schon wieder in die Kommentare geschrieben haben, so... Ja, du machst echt die besten Videos, du machst geile Videos oder sowas, geiler Content. Ich fange dabei jedes Mal an zu lächeln, ja. Ich kann ja jetzt auch nicht für jedes Video, wo 10 Likes drauf sind, direkt ein Giveaway machen, so. Ja, von mir aus, ich kann nicht mal was zurückgeben, aber ist das nicht irgendwo eine Belohnung, wenn ich dann auch mehr Videos dafür mache? Ich versuche ja jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich habe jetzt einmal, ich glaube, 5 oder 6 Tage kein Video gemacht, weil mein Handy am Arsch war. Aber das Erste, was ich gemacht habe, sobald ich wieder alles auf meinem Handy machen konnte, soweit,
Ich habe versucht, ein Video zu machen und das habe ich dann auch hingekriegt. Und es kommen ja jetzt auch wieder Videos. Ich habe schon das für morgen vorbereitet und alles. Ja. Aber irgendwo ist es doch auch die Belohnung, wenn ich sage, okay, ihr supportet mich, dafür mache ich mehr Videos. Ihr mögt die Videos, also kriegt ihr mehr davon. So, ist das nicht irgendwie das, was ich euch zurückgebe? Weil würdet ihr das nicht supporten, was ich mache, dann würde ich doch logischerweise keine Videos mehr machen. Ich meine, ich mache keine Videos für Leute, für niemanden. Ich mache die ja nicht zum Spaß. Wie viel Spaß bringt es mir denn bitte, euch etwas zu zeigen, was ich mit meinen 500 Spielstunden schon seit Jahren weiß? Woran habe ich denn da Spaß? Ich mache das halt einfach nur für euch. Und ich, ja, wir reden da gleich drüber. Ich bin jetzt still, weil da passiert halt gerade was, ne? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Sunbeam, wir werden dich nie wiedersehen. Das ist übrigens, was man jetzt eigentlich wissen sollte, dieselbe Kanone, die unser Schiff auch runtergeschossen hat. Aber weil die Aurora halt fünfmal so groß ist wie die scheiß Drecks-Sunbeam, ist die halt nicht komplett zerstückt worden. Ergibt Sinn, denke ich. So, jetzt haben wir das auch hinter uns. Darauf habe ich nämlich die ganze Zeit gewartet. Sorry, war kurz weg, alles gut. Ich habe nur noch mal darüber geredet, dass ich das auch nicht einsehe, dass manche Leute dann halt sagen, ja, gib doch was zurück, gib doch was zurück. Ich habe das auch eben noch mal gesagt, ich freue mich ja über das ganze Zeug. Und ich habe in einem Video, hatte ich noch irgendwie zwei Fragen offen. Und die habe ich nicht bewertet, weil ich am Ende noch kurz ein bisschen zeigen wollte, wie dankbar ich dafür eigentlich bin. Ich glaube, im dritten oder vierten Video ist das, könnt ihr nachgucken. Da habe ich am Ende dran gehangen, dass ich euch dafür dankbar bin und alles. Und das schon im dritten Video, ja? Ich habe das nicht irgendwie erst letztens gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her. Weil ich habe mich da damals wie heute drüber gefreut. Und was heißt damals? Das ist ja jetzt auch nicht so, als wäre mein Account jetzt uralt. Ich habe ja einen Account, der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Aber den Account, den ich gerade mache, den habe ich, ich glaube, nicht mal neu gemacht. Ich habe den einfach umbenannt. Das war ein Account von mir, auf dem habe ich irgendwann mal ein Video gemacht oder so. Das Video hatte dann 2 Aufrufe. Na, Schatz, ich sehe, was du geschrieben hast. Das Video hatte dann irgendwie 2 Aufrufe. Und deswegen habe ich das dann offline genommen. Und weil ich den Account jetzt noch hatte, habe ich den dann umbenannt. Und alle sagen ja, dass ich das alles mache. Weil, scheiße, ich habe kein Reparaturwerkzeug. Weil das Spiel kostenlos ist oder so. Das Problem ist, ich kann euch halt erstens Beweise zeigen, dass ich das Spiel schon länger habe, was eine Sache ist. Und die andere Sache ist, ich habe halt der Grund, warum ich das mache. Der hat ja, ja, der hat ja nichts damit zu tun, dass ich das Spiel einfach nur spiele. Ich will ja für euch die Fragen beantworten, gerade weil das Spiel kostenlos war und es dadurch halt auch mehrere Spieler wieder dazu generiert hat. So, und ich finde den Reaper nicht, das ist nicht wahr. Ich gehe zu dem hinter der Aurora, wo ich das TikTok auch gemacht habe. Und jetzt muss ich eh nochmal 1200 Meter fahren, jetzt kann ich eh reden. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße.
Ja, sehr intelligent. Ich komme gleich wieder drauf. Ich habe Subnautica auch schon lange. Ach ja, da war ich dran. Was? So, guck mal, warum sollte ich dich damit anlügen? Was hätte ich denn davon zu sagen? Ja, ich habe das Spiel OG, ich bin OG. Ich habe es ja nicht mal OG. Ich habe das jetzt seit einem halben Jahr und das habe ich auch schon zweimal gesagt. Hätte ich das Spiel jetzt seit drei, würde ich jetzt sagen, ja, ich habe das Spiel seit Release. Das wäre halt eine Lüge so und das habe ich nicht nötig. Das Problem ist, dass viele mir das halt nicht glauben, aber es ist mir halt eigentlich auch relativ egal, weil dann denken die halt, ich habe das Spiel kostenlos. Das ändert ja nichts daran, dass ich alles in diesem Spiel kenne. Auf meinem Hauptaccount habe ich so gut wie alles gescannt. Mir fehlen vielleicht zwei Fische, die ich nicht gescannt habe, weil mir die zu nervig waren. Ich habe, glaube ich, in der Kelp Zone einen kleinen Höhlenfisch nicht gescannt. Du würdest sagen, dass wir wieder sind, weil du jetzt gratis bist. Ja. Es spielen halt jetzt viel mehr Leute als vorher. Und die, die es vorher gespielt haben, die haben das Spiel zu 90% wahrscheinlich sowieso schon durchgehabt. Und die Leute, die das Spiel halt jetzt haben, weil es kostenlos ist, denen wollte ich halt eine Hilfe sein. Und das hat sich ja auch als funktionierend gezeigt, weil ja wirklich Leute, die noch ganz am Anfang des Spiels waren, Fragen gestellt haben, die ich denen auch beantworten konnte. Und das habe ich auch gemacht, so gut ich konnte. Es gab natürlich ein, zwei Fragen, wo ich noch mal ein bisschen überlegen musste, aber ich habe noch keine Frage ignoriert. Ich habe jede Frage beantwortet. Und das wird auch so bleiben. Insofern ich die halt beantworten kann. Aber ich ignoriere eure Fragen so gut es geht halt nicht. Und ich gehe manchmal halt auch noch durch ältere Videos und gucke in der Kommentarsektion, ob ich irgendwas vergessen habe. Und deswegen beantworte ich manche Kommentare halt erst ein paar Tage später. Aber ich beantworte alles. Das ist ein Fakt, den man nicht ändern kann. Es gab keinen Kommentar, den ich ausgelassen habe. Und werde ich auch nicht machen. Ja, du gedeihst das schön vor dich hin, ne? Dazu muss ich auch noch mehr bauen. So, ich brauche Titan, weil ich meine Base langsam mal erweitern muss. Weil so richtig eine Base ist das jetzt noch nicht. Es haben halt auch schon Leute gefragt, das sind Fragen, die ich beantworten wollte, aber jemand hat halt gefragt, ob ich mal meine Base zeigen kann. Erstens habe ich auf meiner Hauptwelt drei Basen. Zweitens meint er die Welt, auf der ich in den TikToks immer spiele, weil das ist meine Hauptwelt gewesen. Ich habe mir irgendwann eine eigene Welt für die Videos erstellt, auf der ich auch eine extra Base und alles habe. Oder meint er halt zum Beispiel die Welt hier, das ist meine dritte Welt. Zwei andere Welten von mir habe ich mal gelöscht, auf denen ich ein bisschen Spielzeit hatte. Ich habe halt auch keine Kreativwelt mehr, weil erstens sind Kreativwelten sowieso komplett unnötig, weil man sowieso einfach ins Dev-Menü wechseln kann. Und zweitens, ja, wofür kreativ? Und jetzt habe ich, das ist halt die erste Frage, die ich selber dann noch habe. Will der jetzt meine Base sehen, auf der ich in den TikToks spiele? Will er meine extra TikTok-Base sehen? Das ist die erste Frage. Wenn er die auf meiner Hauptwelt sehen will, ist das ja aber auch wieder was komplett anderes, weil ich ja drei habe. Welche er da dann sehen will, ist eine andere Sache. Und das Problem ist, dass meine Haupt-Base, also die, die ich wirklich am allermeisten benutze, die ist halt viel zu groß. Das soll jetzt kein Flex sein, aber die ist absolut riesig. Die hat mindestens 10 Mehrzweckräume und manche davon sind übereinander. Das ist auch meine erste Welt gewesen. Heißt, da stehen jetzt nicht irgendwelche Advanced Sachen wie Fundamente oder so. Das ist halt eine ganz normale Base, aber die ist halt absolut groß. Ich kann die im Stream hier gleich gerne mal zeigen. Da habe ich nichts gegen. Ich meine, da habe ich ja genug Zeit, aber für ein TikTok, wo man 60 Sekunden Zeit hat, reicht das halt nicht. Oder nochmal, so. Wen habe ich noch in meiner Klasse? So, schön hier einmal Michelle. Oder nein, eine ganz bestimmte Person weiß jetzt Bescheid.
Das Ding nennen wir jetzt Sebastian. Ich kannte noch nie einen Sebastian, aber wir nennen das jetzt so. Besser als auf meiner Hauptwelt, wo die Spinde Penis 1, Penis 2, Penis 3, Penis 4 heißen. Und das ist eine True Story. Okay, das sollte fürs Erste reichen. Wie gesagt, würde der Typ jetzt in den Stream kommen, würde ich ihm die Base halt zeigen, aber... Ich denke mal, weil ich seine Frage auch nicht drangenommen habe, habe ich ihn als Zuschauer jetzt so verloren. Man könnte jetzt sagen, gut, ich habe jetzt fast 700 Fans, wenn nicht sogar 700. Der eine Typ kann mir egal sein, aber ist es halt nicht. Ich will ja eure Fragen beantworten, so gut es geht. Und dann ist es natürlich auch scheiße, wenn ich die eine Frage jetzt nicht beantwortet habe und ich muss ein neues Reparaturwerkzeug bauen. Und Batterien. Ja, ich mache gerade scheiße, warte. Wir haben es jetzt gleich. Ich glaube, hier ist mein Kupfer drin. Ja. Ich nehme jetzt mal drei. Ah, diese Namen von den Spinden. Ja, das ist Julien, meine Freundin. Das ist Emre, jemand aus meiner Klasse. Reaper ist, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Den nennen wir jetzt Marlon. Auch wenn Marlon gar nicht in meiner Klasse ist. So färben wir den noch schön rot. Das ist Michael, das ist Sebastian. Ja, das passt so, würde ich jetzt mal behaupten. Schön auf die Symmetrie achten. Bevor das hier noch zum AIDS wird, Alter. Ja, ich muss meinen Strahlenschutzanzug halt noch tragen. Du hast 703 Follower. Siehst du, kann ich jetzt auch nochmal sagen, danke. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt 703 Follower und im Endeffekt könnte ich ja sagen, ja, der eine Typ ist mir jetzt egal. Es kommt ja nicht auf jeden Follower an. Aber so denke ich halt nicht. Das wäre asoziales Denken und abgesehen davon, wofür? Ich meine, ich sag gar nicht, ja geil, ich mache die TikToks, jetzt habe ich 10 Milliarden Follower und deswegen beantworte ich dann nur die Fragen von 9 Milliarden, lasse 1 Milliarde aus, weil es geht mir nur um die Follower. Die Zahlen sind mir komplett egal, die 1 schadet mir jetzt auch nicht. Wahrscheinlich hat er mir nicht mal entfolgt. Wer macht sich die Mühe? Aber ich habe, glaube ich, seine Frage so rangenommen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe sogar in dem Video gesagt, yo, Bro, zu groß. Wie mein Schwach. Auf jeden Fall halt zu groß. Und deswegen, ja, ging halt nicht. Ich weiß nie... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das beantwortet habe. Ich wollte das beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Kann sein, dass ich die Frage noch offen hatte, aber nicht beantwortet habe, weil ich den Screenshot auf meinem alten Handy hatte, was halt kaputt gegangen ist. Aber, ja. Tut mir halt leid für den Dude. Ich meine, es ist jetzt nicht die nötigste Frage gewesen, zum Glück, aber... Ich finde es witzig, wie deine Klasse so mega beliebte Namen sind und in meiner Klasse so mega seltene Namen wie... Sanja, weiblich oder Nevio, alles klar, Nevio, ja, ich heiße auch Nevio, Digga, moin, was geht, ich bin Nevio. Das klingt wie ein Pokémon. Ja, ich heiße ja auch, Ripper in dein Handy, ja, ich meine, ich heiße ja auch Justin, das ist ja auch absolut kein unbekannter Name so, aber ich komme halt aus, NRW, aus Nordrhein-Westfalen und hier sind das halt so normale Namen, ja. Ich meine, eine meiner Klasse heißt Shirley. Das ist absolut komisch geschrieben. Ich schreibe das mal kurz hier auf den Spind, warte. Oder auch Thanos genannt. Da, das ist jetzt nicht der bekannteste Name, aber... Aber ich werde den Spind nicht so nennen. Die können mich fett am Arsch lenken. Auf jeden Fall, keine Energie. Was habe ich jetzt alles dabei? Genug, um euch zu zeigen, was ich zeigen wollte. Außerdem wird es jetzt eh Tag, das heißt, die Energie kommt jetzt wieder. Oder nee, wisst ihr was? Ich zeige euch das mit den Glubschern noch. Ich lasse die im Inventar. Ich zeige euch das jetzt gleich noch. Aber erst baue ich jetzt noch mehr Solarmodule, weil dieses Ding hier, dass das dauerhaft Energie verbraucht, ist halt irgendwie dumm. Ich meine, da drin ist die ganze Zeit Licht an, verbraucht keine Energie.
Aber diese kleine Scheinwerfer, der schadet meinem Budget jetzt. Mein Budget, ja. Titan und Quarz, ach, das ist riesig. Eins. Aber was ich sagen wollte, meine eine Base ist halt jetzt nicht so advanced, dass da Sachen wie Fundamente stehen, auf denen ich dann meine eigenen Sachen angegrowt habe. Aber ja, wie gesagt, ich zeige euch die Base einfach gleich mal. Also wenn es euch interessiert, bleibt einfach noch ein bisschen dran. Ich werde auch im späteren Verlauf des Streams die Dev-Konsole noch benutzen, aber weil ich ja mit diesem Stream eigentlich nochmal die Schönheit und alles von Subnautica vermitteln wollte, oder generell mit diesem Projekt, dass ich nochmal das Spiel spiele, will ich jetzt nicht direkt vom Anfang mit der Dev-Konsole durchs ganze Spiel rushen, weil das wäre halt dann auch irgendwie scheiße. Ich zeige euch noch ein bisschen Gameplay und dann gucke ich, dass ich da gleich oder später halt noch durchkomme. Ich muss halt sowieso noch was länger wach bleiben, weil ich später noch mit meinem Hund raus muss. Ja, blamet mich Ausgangssperre, aber wenn das Scheiß hier kacken muss, dann ist das halt so, keine Ahnung. Dann kann mir die Polizei auch fett meine Gangstereier lutschen, ja. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wie du auf meinem Bett schläfst. Ja, lustige Geschichte. Wirst du, wenn das TikTok live gehen? Was? Wirst du, wenn du auf TikTok live gehen kannst, auch dort live gehen? Denke ich nicht. Weil ich habe in 2 oder 3 TikToks jetzt schon gesagt, dass ich halt einen YouTube-Kanal habe. Und eigentlich, wenn die Leute was von mir wollen. Es haben auch schon Leute gefragt, ob ich streame. Ich habe auch heute Bescheid gesagt, dass ich heute Abend streame. Die Leute, die halt gefragt haben und dann nicht vorbeikommen, bei denen ist das halt so. Aber auf TikTok zu streamen, da ist dann zum einen noch das Problem, dass ich, ich bin ja hier auf PlayStation, habe ich ja die Verfügung dazu, praktisch das Gameplay zu capturen, also dass ihr das praktisch seht, ohne dass ich das vor meinem Fernseher abfilmen muss. Ihr seht das halt aus meiner Sicht. Wenn ich das jetzt auf TikTok machen müsste, müsste ich mein Handy irgendwie da komisch hinstellen und das halt so richtig Billo-mäßig mit der Kamera abfilmen. Das würde jetzt absolut schlecht aussehen. Wenn ich das irgendwann mal anders hinkriege, kann ich auch mal so live gehen halt auf TikTok, aber sonst belasse ich das halt bei YouTube. Und ich habe ja auch noch einen anderen... Ach, red doch nicht so laut. Ich habe ja auch noch einen anderen TikTok-Kanal. Das ist normalerweise mein Hauptkanal, der heißt einfach.live, so wie mein YouTube-Kanal halt. Und auf dem bringe ich halt mehrere Spiele. Der eine Account ist halt jetzt nur für Subnautica, aber ich habe halt auch noch einen Account, auf dem ich andere Spiele zeige, wie Rocket League, Apex Legends, halt alles, was ich am Tag so spiele. Und ja, für Subnautica habe ich halt jetzt diesen extra Account gemacht, weil es halt mein Lieblingsspiel ist auf eine Weise. Und ich glaube, wir haben den Speed Glitch. Ja, aber in einer schwachen Form. Aber ja, deswegen heißt der YouTube-Kanal auch so, weil ich wollte jetzt nicht noch einen extra YouTube-Kanal auch noch für Subnautica erstellen. Hast du eine PSVR? Nein. Ich habe das. Ich wollte mir eine kaufen. Aber ich habe die bei einem Freund von mir mal angehabt. Und nur vom YouTube gucken, ja, vom Sitzen und YouTube gucken wurde mir nach 10 Sekunden schon schwindelig. Ich habe das dann trotzdem weitergemacht und habe dann erstmal schön auf seinen Teppichboden gekotzt. Aber ja, mir wird da schlecht von, sonst hätte ich mir vielleicht irgendwann eine gekauft, aber so ist es keine Option für mich, da wird mir halt schlecht von. Und was ich gerade eben noch erzählen wollte, war eine Story, nämlich ich habe einen Hund, was eigentlich die meisten wissen sollten, der chillt doch gerade da hinten. In seinem Dreckskäfig. Ja, das habe ich in meinem Video erwähnt. Also eigentlich sollten die meisten das wissen, die meine Videos verfolgen. Und erstens ist der Hund eine Missgeburt. Und zweitens hat er mir zweimal meine Matratze so krass vollgepisst, dass ich die beide Male wegwerfen konnte. Deswegen hat meine Freundin das auch eben gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie ich auf meinem Bett schlafe. Ich schlafe praktisch nur auf diesen Holzdingern, wo die Matratze eigentlich drauf liegt. Keine Ahnung, ich bin irgendwie obdachlos gefühlt. Und ich habe auch absolute Rückenschmerzen deswegen, aber was soll ich denn machen? Ich kaufe mir trotzdem noch eine dritte Matratze, damit er die in den nächsten 2 Tagen... Weißt du, ich hatte die eine Matratze 3 oder 4 Tage und dann hat er die auch voll gepinkelt und deswegen sehe ich das nicht ein, jetzt noch eine zu kaufen.
So, das sollte an Energie jetzt fürs allererste Mal reichen. Also sollte jetzt nicht in 10 Sekunden wieder leer gehen. Jetzt will ich langsam mal gucken, dass ich Fortschritt mache, was meine Werkzeuge angeht. Reparaturwerkzeug ist ja eigentlich gar nicht schwer. Das baue ich gleich einfach neu. Höhlenschwefel und Silikon, ja. Laserschneider brauche ich halt unbedingt noch. Höhlenschwefel und 2 Diamanten. Okay, das heißt, ich brauche sowieso Höhlenschwefel. Das heißt, ich ziehe da nochmal ab, ne? Hier ist doch gerade eben irgendwo einer gewesen, oder? So, das lasse ich mir hier nicht entgehen. Oh, ich sehe gerade, dass ich gleich absolut an Trinken sterbe. Das werde ich mal kurz ändern. Hello, Mr. Blutterfish. Ah, ich habe letztens einen geilen Subnautica-Meme gesehen. Da stand, wenn du aus Versehen deinen Blasenfisch, also das ist jetzt ein bisschen her, ich muss überlegen. Wenn du den Blasenfisch aus Versehen kochst, anstatt Wasser daraus zu machen. Und dann stand da drunter IQ below zero. Ja, ich würde euch das Bild jetzt gerne zeigen. Es war witzig, aber... Kann ich halt nicht. Ja, aber irgendwann brauchst du doch wieder eine Matratze. Ja. Irgendwann werde ich auch wieder eine Matratze haben, aber... Vital signs stabilizing. Momentan befinde ich mich auf dem Holzweg. Hahaha. So. Einmal das Quarz. Ja, ich bin auch talentierter Höhlenschwefelsucher. Boah, jetzt habe ich den halt die ganze Zeit im Inventar, ne? Das ist halt schon bitter, aber ich behalte den da jetzt. Ich werde das noch zeigen jetzt gleich. Ich will nur meinen Laserschneider bauen, weil dann gehe ich sowieso danach in die Aurora. Wenn ich das hab. Weil für die paar Minuten kann ich jetzt auch im Inventar. Ach du kleiner. Oh mein Gott, der bringt mich um. Ich bin ja absolut lowlife. So, Dude, wo bist du rausgekommen? Zeig mir dein Zuhause. Bin ich blind? Ja. Finde ich jetzt auf die Schnelle nochmal ein oder? Nee. Ah ja, einer hat ja geschrieben, er freut sich in Subnautica Below Zero besonders auf den Lochfisch. Ich finde die gerade nicht, aber es gibt den Lochfisch auch in diesem Spiel. Hello, Mr. Blutterfish. Please, give me your Wasser. Habe ich noch ein Salz dabei? Nö. Titan. Wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Leben wieder, ne? Kann ich jetzt also das eine Höhlenschwefel noch finden? Tut mir leid, Leute. Tut mir von ganzem Herzen leid. Ich als Ultimate Subnautica TikToker weiß nicht alle Höhlenschwefel-Spots auswendig. Es tut mir sehr leid.
Ich glaube, ich sollte meine absolute Karriere beenden. Kleiner Hurensohn. Please give me the Hühnchen, thank you. Ich werde auch noch eine Signalboje bei meiner Base platzieren, aber jetzt gerade müssen wir sparsam mit meinen Ressourcen umgehen, ja? Oh fuck, mein Handy ist ausgegangen. Sorry, falls ich dich jetzt ignoriert habe, Julien. Wieso muss ich mein Muster eingeben? Nimm doch einfach meinen Fingerabdruck, du Idiot. Miko, habe ich jetzt noch nicht gehört, weiß ich nicht. Aber von meinem Wissen ist es auch nicht der bekannteste Name. Aber du wohnst ja sowieso in Nordamerika, davon mal abgesehen. Wie viele Glubsche habe ich denn? Ja, 2 kann ich schon essen. Das geht schon klar. So, und Marlon kommt extra nur Titan, weil Marlon ist ein Lappen und der kriegt keine tollen Sachen. Der hat keine tollen Sachen verdient in seinem Inside, ja. Ich brauch Silikongummi noch. Man kann übrigens leere Batterien immer noch zum Craften benutzen, falls ihr das nicht wusstet. Okay, er kriegt jetzt trotzdem Sachen, weil ich keine Lust habe, die Kiste zu wechseln, aber Marlon ist trotzdem ein kleiner Bastard. Marlon ist schon ein bisschen schwul. Ein bisschen? Ich bin lost, Leute. Immer noch verwechsel ich das. Diese Geräusche beim Essen, hä, sind doch voll lecker. Freu dich, wenn ich die Wasserfiltermaschine hab. Die macht richtig geile Geräusche, also unironisch. Was fehlt? Titan. Was fehlt hierfür? Titan. Interessant, dann beuten wir Marlon mal wieder aus. So wie sich das gehört. Den mag nämlich sowieso niemand. Einmal. Ich hoffe, er hat jetzt nicht die volle Batterie zum Craften benutzt, weil sonst kriege ich einen AIDS-Anfall. Wehe. Wehe. Okay, er hat sie nicht benutzt. Sonst wäre ich erstmal zum Entwicklerstudio vom Spiel hingefahren und hätte den fett die Fresse poliert, Alter. Was verbrauchen die hier meine schöne volle Batterie? So, jetzt bauen wir noch den Shot. Und wir fehlen Titan. Das war irgendwie klar. So.
Merkt euch jetzt den Punkt im Stream, wo wir sind. Wir sind jetzt bei einer Stunde, ja? Ich werde jetzt zum Reaper hinschwimmen und euch live zeigen, dass diese kleinen Hodenlutscher einen nicht angreifen, wenn man die mit Glubschern füttert. Das Ding jetzt wieder reparieren. So. Ich hasse mein Leben. Ach klar, jetzt kommt der Notruf, wo ich gerade nicht mehr in meinem Rettungsding bin. Aber ich bin mir sowieso ziemlich sicher, welcher das ist, deswegen ist es jetzt eh nicht so wichtig. Schön speichern. Nein, 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 nein. Schön sitzen bleiben. Könnte jetzt ein bisschen schwer werden, aber wir kriegen das schon hin, ne? Ich meine, im Endeffekt habe ich ja nichts zu verlieren. So, und jetzt alles klar. Jetzt zeige ich es euch alle, ja, meine treuen TikTok-Fans, ja. Jetzt zeige ich euch allen noch mal, euch es alle noch einmal live, ja. Kommen Sie her, Mr. Reaper. Nachdem ich sie das letzte Mal mit Wirbeltorpedos beschossen habe und sie davor mit einem Krebs angegriffen haben, dürfen sie jetzt langsam mal wieder was zu Futter bekommen, ja? Ah, hallo. Ach, guck mal, der Glubscher verschwindet ja. Guck mal, der greift mich ja gar nicht an. Was ist das denn? Wie passiert das denn? Angenehm ist es natürlich trotzdem nicht, wenn du mir in die Ohren schreist. Verschwind jetzt. Nein, 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 ey, wenn du die Seemotte nimmst, ne? Ich sehe genau, wo du hinguckst. Ja, hau lieber ab, Alter. Hau lieber ab. Ich hab ein 2 cm Messer, Alter. Damit hätte ich dich jetzt abgestochen. Ja, das brauche ich nicht. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Und wir sind jetzt bei 64 Minuten, ja? Und der nächste Spasti, der irgendwann mir das nicht glaubt, ja? Ich werde zu dem nach Hause fahren. Werd den hier hinziehen und werd den diese Stelle eigenhändig zeigen. Der kleine Pisser, Alter. Immer auf die Straße gucken, Kinder. Immer auf die Straße gucken. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Dann kriegt eure Seemotte 13% Schaden. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt keinen 1% verschwenden bei eurem Reparaturwerkzeug. Glaubt mir. Die werdet ihr noch brauchen. Spätestens wenn ihr euren Dreckskrebs habt, der mehr Batterien schluckt als Katja und mehr, was weiß ich was, als alles andere auf der Welt, weil der absolut krank ist. Ich habe Hunger auf Sushi. Ich habe keinen Hunger auf Sushi, aber ich habe generell Hunger. Aber da ich mein Hungergefühl hier heute nicht stillen darf, da ich streamen muss, habe ich jetzt leider den Salat, ja. Danke fürs ins Arschloch fahren. So, wir waren ja einmal kurz schon in der Aurora. Aber wir sind back, ja. Wir sind back und diesmal mit einem ultimativen Laserschneider. Und hat er jetzt zwei gegessen? Nö, er hat einen einzigen. Seht ihr das? Seht ihr das? Ein einziger Glubscher reicht und der ist ein Ehrenmann.
Herr bin nur noch Richter. Entweder das oder bei der einen Person, mein Gott, ich bin fast runtergeklatscht. Ja, oder entweder das oder bei der einen Person, die eben noch zugeguckt hatte, ist gerade irgendwie das Internet scheiße, weil dann wird das auch nicht als zwei oder drei, beziehungsweise ja, halt als mehrere Zuschauer gelistet. Aber du, die meiste Zeit bist sowieso nur da, ja. So, heute gehen wir auch mal schön in die Verwaltung. Und das hat halt schon Flex, ne? Vielleicht nicht die schlauste Idee, einfach durchs Feuer zu springen, aber... YOLO, ne? Ich bin an Feuer gestorben. Ey, ich schwöre, wenn du nochmal einschläfst, ich brech dir das Genick, Alter. Gut, Leute. Ich habe noch nie in meinem Leben die Animation gesehen, wie man von Feuer stirbt. Geschweige denn bin ich davon ausgegangen, dass das möglich ist. Also, ja, klar, wusste ich das. Ergibt Sinn, ne? Aber es ist mir noch nie passiert und warum sollte es mir auch passieren? Ich meine, ich bin ein absoluter Tracker Subnautica und ja, überspielen wir es nicht. Ich bin an Feuer gestorben und darf jetzt mit meinem Segelleiter zurückschwimmen. Wir tun so, als wäre das nicht passiert, ja? Meine Seemotte hat sich durch einen magischen Glitch dahin teleportiert und deswegen muss ich jetzt zurückfahren. River, aber ich habe die Animation auch noch nie gesehen. Nein, normalerweise stirbt man nicht von Feuer, wenn man normalerweise einen Feuerlöscher mitnimmt, aber den habe ich irgendwann weggejietet, weil ich beim ersten Mal auch irgendwie gefühlt keinen Feuerschaden bekommen habe, obwohl ich da durchgejumpt bin. Aber ist jetzt auch egal. Jetzt haben wir die Animation wenigstens alle mal wieder gesehen. Seht ihr, man lernt hier sogar was in meinen Streams, ja? Nicht für meine Videos. Ich bin einfach produktiv. Ich sollte Geschäftsmann werden. Ich glaube, von der Rettungskapsel habe ich noch nicht mal den Notruf. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt reingehen will, weil das eigentlich Zeitverschwendung ist. Aber einfach nur so jetzt kommen, damit wir das schon mal haben, was da drin ist. Ich glaube, da ist sogar nicht mal eine Datenbox drin, sondern nur ein PDA. Aber, ah doch, andersrum. Eine Datenbox war kein PDA. Raubtier-Täuschköpfe, die sind sogar wichtig. Okay. Ich gebe mich zufrieden. So, und das Gute ist, wenn ich jetzt dieses scheiß Aurora repariert hat, brauche ich nie wieder diesen Strahlenwichsanzug tragen, der mich absolut daran behindert, tiefer als 100 Meter zu kommen. Ich meine, ich habe dieses Luftatemgerät, das Maskending, wie auch immer die Scheiße heißt, das weiß ich immer noch nicht. Also ich weiß das ungefähr, aber komm, niemand kann dieses Ding vernünftig aussprechen, okay? Und ich habe das ja schon längst, Geschäftsmann. Ja, ich werde einfach Geschäftsmann. Ich weiß, wie man Marketing betreibt und so. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe diese Maske ja schon gebaut. Und ich habe die auch schon mal für 20 Minuten ganz bestimmt benutzt. Aber, Alter, kriegt man viel Feuerschaden. What the fuck? Hä, wer braucht schon deine Videos, wenn du noch Streams gibst, wo alles passiert? Ja, eigentlich schon. Also ich sehe, dass das Spaß war, aber eigentlich stimmt das schon, ja? Man kann, alles klar, Bro! Okay, der Glubscher gönnt sich. Er wollte einen Urlaub in der Aurora machen, Digga. Aurora, das Ferienparadies. Was wollte ich jetzt sagen, ja? Normalerweise könnte man wirklich einfach auf YouTube auch gucken. Fragt ich mich auch, ihr könntet einfach, anstatt zwei Tage darauf zu warten, dass ich eure Frage beantworte, auf YouTube dasselbe eingeben, was ihr mich fragt. Ich meine, ich bin natürlich dankbar dafür, dass er mich fragt. Macht das auch weiter, so bleibt's. Aber, ja, im Endeffekt gibt es wirklich keinen Grund dazu. Ihr könntet alles einfach auf YouTube suchen, dann würdet ihr auch selber hinauskommen. Danke, dass ich nicht sprinten darf spielen. Was los bei dir? Das macht doch jeder Fisch. Ja, klar, jeder braucht mal einen Urlaub. Wollte ich gar nicht bestreiten. Vor allem auf so einem wunderschönen Planeten würde ich auch Urlaub machen.
Alter, was ist mit meinem Stick los? Please, okay, jetzt wird's peinlich, Alter. So haben wir. Wie lange ich noch streame, weiß ich nicht genau. Weil, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der vorhatte, bald schlafen zu gehen. Weil, wie gesagt, eigentlich muss ich das Game heute oder morgen durchspielen. Weil ich will mich jetzt auch nicht komplett mit Subnautica übersättigen, sonst habe ich nachher keinen Bock auf Below Zero. Deswegen würde ich dazwischen jetzt, bevor das rauskommt, schon gerne noch eine Pause von einem Tag haben. Also es wäre mir schon lieber, das heute noch durchzuspielen, aber mal gucken, wie das mit der Zeit sich noch ausgeht. Ich bin noch relativ weit am Anfang des Spiels jetzt gerade. Und wenn das jetzt noch zu lange dauert, lasse ich das auch sein. So, im Seemottendock waren wir ja schon, da habe ich mir das Tiefenmodul abgeholt. Für die, die es nicht wissen, hier drin ist ein Tiefenmodul. Deswegen kann ich schon 300 Meter tief. So, da geht es weiter zum Laserschneider und... Ich sehe gerade, ich hätte eigentlich beim letzten Mal auch schon die Maschine reparieren können. Warum habe ich das nicht gemacht? Komm, wir schaffen das von unten. Ich hasse mein Leben. So, Zyklop-Maschineneffizienzmodul. Warum kann man die scannen? Jump, 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 jump. So, einmal hier bitte schön reparieren. Reparieren, dankeschön. Wieso verbraucht sich meine Batterie gerade so schnell? Bin ich so schlecht im Reparieren? Verpiss dich doch. Hier, ich hau dich mit meinem Konstruktionswerkzeug, weil ich konstruiere ein Virus in deinem Gehirn. Da musst du ganz viel Angst haben, das ist allmächtig. Verpiss dich doch. Dann beißt mich halt. Ah ne, ihr habt Ehre. Ja, ganz einfach, wenn ihr mich beißt, seid ihr schwul. Oh, hallo. Ey, Schwuchtel, Schwuchtel! Deine Mom. Nichts gegen Schwule, by the way. Aber da habt ihr wenigstens schon mal die PDA. Da habt ihr wenigstens die offizielle Bestätigung offiziell von Unknown Worlds Forum, dass diese Bissfische schwul sind. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die heißen. Ich glaube Beißer oder so, aber die sind schwul. Ist jetzt offiziell bestätigt. Warte, die heißen Bluter. Nein, 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 geh weg. Du kleiner, Alter, kann ich mit meinem Seegleiter hauen? Nee, du hast Glück, Alter. Hau ab jetzt. Lass dich wenigstens noch scannen, du Spast. Nein, ich repariere das jetzt noch, ich sehe das nicht ein. Schnell, 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 schnell. Bitte, Mama. Ah, das ist doch noch komplett kaputt, okay. So, und jetzt fliegen wir mit der Aurora hier weg und haben das Spiel durchgespielt, ne? Was machst du? Hau ab! Du hast doch noch Kara, Alter. Willst du mich noch mehr anstecken, als ich schon bin, oder was? So, bist jetzt ganz oben angepinnt. Was meinst du?
Weißt du, was in Below Zero passiert, oder gehst du da blind ins Spiel? Nein, ich weiß noch nichts. Ich weiß, dass mein Account Below Zero Videos heißt. Und ich glaube, ich habe mein Leben gerade gefickt. Auf WhatsApp. Achso, oha, war ich nicht. Oha, okay, merke ich mir. Ja, ich weiß, was mein Account so heißt, aber an sich weiß ich noch gar nichts über das Spiel. Ich kenne nur ein Fahrzeug schon, was man im Trailer halt gesehen hat. Beziehungsweise halt, ja, generell die Fahrzeuge aus Below Zero. Und ein Ding kenne ich, glaube ich, von einem Bild. Das ist so ein langes Wurm-Ding. Und kann es sein, dass ich wieder sterben werde? Weil ich muss. Also ja, ich gehe komplett blind da rein eigentlich. Oh mein Gott, nein, hier ist ein Feuerlöscher. Der hat mir gerade das Leben gerettet. Weil ich glaube, ich wäre sonst an Feuerschaden gestorben. Nein, du warst jetzt bei... Oha, wer war denn vor mir, Alter? Merke ich mir, Alter. Dafür wirst du zu meinem... Keine Ahnung. Das gibt noch Rache, ja, das merke ich mir. Das gibt noch fett Rache, ey. Pinnt ihr mich als Zweiter an? Was fällt dir ein? Schon klar. Jetzt kommen mir die Ausreden. Nein, Spaß. Ich muss jetzt nur hoffen, dass meine ultimative Subnautica TikToker Memory sich alle Passwörter ultimativ krass gemerkt hat. Es wird nicht so sein. Aber vielleicht weiß ich at least die wichtigen. Sobald ich die Türen wieder sehe. Das ist eine Battery. Ich glaube, ich habe noch nie eine Batterie auf dem Boden liegen gesehen. Also klar, hier die das spawnt da immer, aber so richtig beachtet noch nicht. Ah, Krebsdog, perfekt. Aber jetzt bist du als erstes. Ja, will ich auch hoffen. Mein Spaß. Alles gut, ich meine das ist nicht ernst, aber trotzdem. Was ist aber trotzdem? Diesen Eingang, den ich gerade genommen habe, ist mal. Ich bin ja eigentlich auch gerade rückwärts in die Aurora reingegangen. Normalerweise soll man da, wo ich jetzt reingegangen bin, ja gar nicht reingehen. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger der Ausgang. Hey, aber du musst irgendwann nochmal dieses Horrorspiel spielen. Ja, mache ich bestimmt. Ja, also normalerweise soll man hier halt nicht rein. Man soll halt nach da, von wo ich jetzt gerade, wo ich mich gerade hinbewege. Aber wenn mir das relativ egal ist, gehe ich immer da unten lang. Weil normalerweise bräuchte man da, wo ich reingegangen bin, eine, Dingskanone. Welches Horrorspiel? Ich habe gestern oder vorgestern Emily Wants to Play gestreamt und habe das nicht ganz durchgespielt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, was ist das? Frachtmodul. Ich wusste nicht, dass das existiert. Ich wusste nicht, dass hier so eins ist. Ich dachte, man findet hier nur das Effizienz- und Tiefenmodul. Lol. Guck mal, ich habe auch mal wieder was gelernt. Einfach beautiful. Wunderschön, dass ich jetzt angepinnt bin. So, eigentlich brauche ich den Pin vom Robotics Bay jetzt auch gar nicht mehr, weil ich hier gerade bin. Und normalerweise könnte ich jetzt wieder gehen. Aber ich gehe hier nicht ohne mein Keep Corn Poster, ja? Ich brauche mein Katzenposter. Weil ich wollte euch die Schönheit an Subnautica zeigen und das geht nicht ohne das legendäre Katzenposter. Ach du Drecksgame. Ohne gehe ich hier nicht weg. Ich hole mir mein schönes Katzenposter. So, davon werde ich mich die nächsten Jahre ernähren. Huh? Huh?
Ich habe vor 2 Jahren oder so mal kurz den Anfang von Below Zero, glaube ich, gesehen. Da ist es, das Katzenposter. Na, ich habe den Anfang mal ein bisschen gesehen. Aber halt wirklich nur so 30 Sekunden oder so. Man ist halt irgendwie dieser neue Charakter und chillt halt da sein Hollywood-Life in dieser Altera-Basis-Forschungseinrichtung, was das war. Und dann geht die da raus irgendwie und dann stürzt hinter deine Höhle ein oder sowas. Mehr habe ich nicht gesehen. Und normalerweise habe ich Subnautica Below Zero immer als Scheißspiel abgestempelt. Weil Subnautica an sich ist ja ein pures Survival-Game, so mehr oder weniger. Und hier musst du halt alles so selber entdecken und so. Und in Below Zero reden halt Leute die ganze Zeit mit dir und dir wird halt gesagt, was du machen sollst, wo du hin sollst. Und das hat mich irgendwie, als ich das gesehen habe, dachte ich mir irgendwie, nö, das ist jetzt scheiße, ich guck mir das jetzt nicht weiter an. Das war meine Intention und deswegen mochte ich Below Zero nie. Aber seit ich Subnautica selber angefangen habe zu spielen, habe ich und erfahren habe, dass Below Zero jetzt auch auf die PlayStation kommt und mir manche Leute gesagt haben, dass es nur am Anfang so ist, dass dir gesagt wird, was du machen sollst und das später wieder so ist wie das normale Subnautica, habe ich mir gedacht, okay, 30€ ist jetzt nicht das größte Herzblut. Ich werde mir jetzt für 30€ Subnautica Below Zero kaufen und wenn das Spiel dann scheiße ist, dann waren es immer noch nur 30€ so. Da kann ich da immer noch mit leben, ja. Ich habe erst in 6 Monaten Geburtstag, kann ich Subnautica spielen. Das ist krass. Ja, auf PlayStation war das letztens kostenlos. Also da konnte man sich das kostenlos runterladen, weil das eine Aktion von Sony war. Die heißt Stay at Home oder so, ja, irgendwie so hieß die. Und die wollten halt, dass die Leute zu Hause bleiben. Und deswegen haben die halt ein paar Spiele kostenlos rausgehauen. Und halt gesagt, ja, hier, damit ihr was zu spielen habt, aber Hauptsache, ihr bleibt halt zu Hause. Und deswegen haben die auch unter anderem Subnautica für ein paar Tage kostenlos gemacht. Oder ich glaube für einen Monat. Und inzwischen kostet das wieder was. Und der zweite Teil, in Anführungsstrichen, also Below Zero, kostet auch Geld. Aber, ja, es war halt für ein paar Tage auf PlayStation kostenlos. Und Switch, nö, wir machen einfach mal 60€. Ja, ich weiß nicht, ob das im Switch-Store auch 60€ kostet. Und ich gucke jetzt kurz nach, wie die Passwörter sind. Ich habe das in einem Video mal geschrieben. Oder was ist in einem Video? Ich habe das mal jemandem auf TikTok geschrieben. Auf jeden Fall, ja, auf Switch habe ich ja gesagt, das ist halt das Problem, dass die Cartridges da so teuer sind. Und warum die das dann digital nicht billiger machen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber auf PlayStation kostet das Spiel generell, glaube ich, auch nur 30€. Also wenn Subnautica mehr als 30€ kostet, bin ich halt, ich gucke eben, wie viel das im Store kostet. Ja, guck mal nach. Ja, eigentlich sollte Subnautica auch nicht teurer als 30€ im Store sein, weil der zweite Teil kostet ja auch. Ich muss doch ein bisschen warten, bis Below Zero spielen kann, weil ich kein Geld habe und meine Eltern schenken mir erst was zum Geburtstag. Und der ist am 2.7. Ja, ja, gut, das ist ja jetzt nicht so lange. Ich meine, Subnautica kommt ja am 14. Mal. Dann ist es drei Wochen, ja, sagen wir 3 Wochen später. Bisschen mehr. Mich hat auch schon einer angeschrieben, der wusste, dass ich das vorbestellt habe, ob ich ihm das auf PlayStation sharen kann. Also, dass er sich das Spiel von mir runterladen kann und so. Aber ganz ehrlich, da habe ich zu viel Angst, dass er mir den Account abzieht oder so. Und ich hatte letztens schon Probleme mit meinem Account. Also nicht direkt mit meinem Account. Sondern damit, dass ich nicht mehr auf die E-Mail-Adresse drauf kam von dem Account. Das wollte ich irgendwie nicht. Kann ich gucken, weil da irgendwelche Arbeiten sind oder so. Ah ja, wahrscheinlich Wartungsarbeiten. 1, 8, 7. So, George lassen wir natürlich auch nicht hier.
Das lassen wir auch nicht hier, aber ich benutze es. Ich hatte noch eins. Das ist jetzt unangenehm. Oh, zum Glück habe ich das nicht liegen lassen. Okay. Dann sollte ich jetzt eigentlich in der Aurora so gut wie alles haben. Nehme ich zurück, ich war hier in dem Raum einfach nicht drin. Ach, die Aurora ist riesig. Aber ich bin inzwischen schon so gelangweilt, die jedes Mal auf dem Spielstand neu erkunden zu müssen, weil... beim ersten Mal ist das vielleicht noch cool. Aber alle Male danach ist es einfach nur noch langweilig und ich mache das jetzt bestimmt schon zum 10. Mal. Na, Kabine 5 kann man sowieso nicht. Ob ich da jetzt schon drin war, weiß ich nicht. Nein, war ich nicht. Und diese Taschen habe ich auch noch nie mitgenommen. Ich weiß, was die bringen und die können bestimmt nützlich sein, aber... ist nichts, was ich jetzt brauche. So, dann haben wir soweit alles. Kannst du mir vielleicht ein paar Spiele empfehlen, die auch sowas ähnliches wie Subnautica sind? Das Problem ist, es gibt kaum Spiele, die ähnlich wie Subnautica sind. Es ist ja momentan bei PlayStation Plus, ist ja Stranded Deep. Stranded Deep ist ja gut und schön und so, aber ich habe das, ich glaube, das habe ich Julie noch ein Bild von geschickt. Das ist auch dieses andere Wasserspiel, was ich meinte. Stranded Deep ist halt... Das Ding bei Subnautica ist halt, was ich zumindest toll fand, war, das ist ein Überlebensspiel und langsam, aber sicher wechselt das in ein mystisches, sagen wir jetzt mal, mysteriöses, alienartiges Spiel, ne? Also es hat dann viel mit Alien-Sachen zu tun und das hat nicht mehr viel mit normalem Überleben zu tun. Und dieses ganze Alien-Zeug und so zu erkunden, das ist das, was ich immer so cool in Subnautica fand. Weil... es gibt nicht viele Spiele, die solche Sachen sonst noch bieten. Du hast Stranded Deep, das hat aber nichts mit irgendwas Mysteriösem zu tun. Du baust halt ein Flugzeug und flüchtest wieder. Dann hast du noch, was gibt es noch? Raft. Raft ist auch einfach nur blankes Überleben. Ich glaube, der Raft hat nicht mal ein Ende. Ach ja, hier geht's weiter. Raft hat, glaube ich, nicht mal ein Ende. Was halt ein bisschen ähnlich ist wie Subnautica, ohne was vorwegzunehmen, ist The Forest. Das halt, hat halt auch so einen mysteriösen Part, sowas wie Subnautica, die Aliens zum Beispiel. Sowas hat zum Beispiel The Forest auch, aber die meisten haben wahrscheinlich The Forest sowieso schon gespielt. Aber wenn nicht, halt The Forest. Aber sonst war es das auch, glaube ich, soweit von Spielen, die ähnlich wie Subnautica sind. Und das ist auch, auch mit einer der Gründe, warum ich... mir Subnautica Below Zero jetzt doch mich dazu entschieden habe, mir den Scheiß in Anführungsstrichen zu kaufen, weil ich halt mehr von Subnautica wollte. Ich habe Subnautica auch original, was wir hier gerade spielen, bestimmt 7-mal durchgespielt und man kann in diesem Spiel nicht speichern oder so, hast du ja gesagt. Man kann speichern, aber irgendwie nur in einem Unterschlupf oder so und ich habe keine Ahnung, wie man einen Unterschlupf baut. Und ich habe Stranded Deep nach, ich glaube, 2 Stunden oder irgendwie sowas aufgehört, komplett. Und ich glaube, ich werde das auch nicht mehr spielen, weil ich habe eigentlich Angst vor Wasser, okay? Ich habe Todesangst vor Wasser, aber ich weiß nicht, bei Subnautica war das anders. Bei Subnautica konnte ich das mehr oder weniger besiegen und inzwischen kenne ich das ganze Meer und die Kreaturen auswendig. Und das hat mir dann die Angst vor Subnautica genommen. Aber bei Stranded Deep, ich bin da mit diesem Rettungsboot, was das ist, über dieses Meer gefahren und diese ganzen Sachen, die aus dem Boden rausragen, so. Dann fährst du zum Beispiel über das Meer und siehst aus der Ferne schon diesen riesigen Holzmast. Und dann ist es so dunkel unter Wasser und dann schwimmst du da und dann ist da dieses riesige Boot. Und wenn ich das sehe, kriege ich richtig Herzpochen und das merke ich. Ich habe so eine Angst davor, diese untergegangenen Boote zu sehen und dann zu erkunden, wenn man noch nichts erkennt. Man erkennt wirklich nur Dinge, die so in einem Umkreis von
Sag mir, wenn ich jetzt so da stehen würde, würde ich vielleicht gerade noch so ein bisschen von der Tür erkennen. Guckt euch Stranded Deep mal an. Ich kann da nicht zu viel zu sagen, nur dass ich extreme Angst vor dem Spiel halt habe. Ich weiß nicht wieso, das macht mich absolut kirre, dieses, man sieht nichts und diese ganzen untergegangenen. Ich habe in Real Life Angst vor U-Booten zum Beispiel. Ich habe Rainbow Six Siege mal eine Zeit lang gespielt. Und da gibt es eine Map, da sind so U-Boote, vor denen hatte ich auch immer relativ Angst. Ich habe halt so meine Ticks, keine Ahnung. Mir ist in der Vergangenheit halt mal was passiert und seitdem habe ich Angst vor Wasser. Und ja, deswegen habe ich Stranded Deep nicht mehr gespielt. Vielleicht irgendwann, wenn ich versuche ich das nochmal. Aber dann gucke ich, dass ich irgendwas machen kann, dass man da besser sieht, weil ich habe wirklich. Ich dachte, weil ich Subnautica gespielt habe, komme ich mit Stranded Deep auch gut klar. Und das könnte auch eins meiner Lieblingsgames werden, so was Survival angeht. Aber Alter, habe ich da eine Angst vor. Das ging gar nicht. Es war unmöglich für mich, das zu spielen. Ich habe das dann beendet. Ich hoffe, dass Subnautica noch ein paar weitere Spiele und halt noch ein paar Zusatzstories rausbringt. Nicht unwahrscheinlich. Die haben ja noch ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Warte, ich habe da das Poster von. Hier, Natural Selection 2. Ob es davon den ersten Teil gibt, fragt mich nicht. Die haben zwei Spiele, aber das hat nichts mit Subnautica zu tun. Aber da gibt es zum Beispiel auch Altera. Also Altera hier, die auch die Aurora gebaut haben und die Firma halt aus Subnautica. Halt auch denen dieses Tablet gehört und denen das Ding hier gehört und das und das. Halt Altera, die Firma, ich glaube, die müsste man kennen. Und in diesem Spiel gibt es die halt auch. Das weiß ich soweit, aber ja, das war's auch schon. Mehr weiß ich über das Spiel nicht. Ich weiß auch nicht, ob das geil ist. Das müsstet ihr dann schon selber nachgucken, aber ich weiß halt, dass es das gibt. Und weiß ich, was passiert ist. Was meinst du jetzt gerade genau? Ach so, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das erzählt habe. Und das hier ist der eigentliche Eingang, den man nehmen soll. Und mir fällt gerade ein, dass ich keine Schubkanone habe, deswegen komme ich da nicht raus. Habe ich gerade wirklich den Reaper bis hier schreien gehört? Diese Viecher hassen mich. Ich glaube, ich habe dir das noch nicht erzählt. Aber ich hatte auch am Anfang absolute Angst vor Subnautica. Ich habe wirklich mit einem Freund im SharePlay, also bei PlayStation gibt es so eine Funktion, die heißt SharePlay, falls Julien das jetzt nicht weiß oder generell manche das nicht wissen. SharePlay ist, wenn man miteinander spielt, kann man halt dieses SharePlay starten und dann kann die andere Person dir praktisch zugucken. Also sie sieht dann alles, was auf deinem Bildschirm gerade passiert. Epst, erzähl du mir mal, was passiert. Erzählst du mir das ja? Ja. Kann ich gerne machen, gleich auch nach dem Stream. Auf jeden Fall, was ich gerade erzählen wollte, ja. Diese Person hat mir halt dabei zugeguckt, wie ich Subnautica gestreamt habe. Gespielt habe. Und er musste mir halt auch bei manchen Dingen helfen, weil wenn ich zum Beispiel, ich habe mich nicht mal so auf 50 Meter getraut, sagen wir es so. Ich habe mich nicht getraut, 50 Meter tief zu springen, zu schwimmen. Weil ich Angst hatte, was da kommt. Und das Problem ist, inzwischen weiß ich halt, wo jedes Zeug spawnt. Inzwischen weiß ich, dass ab 50 Meter nichts passiert. Inzwischen traue ich mich auch gute 200 Meter aus meiner Seemutter raus und alles. Das ist jetzt komplett anders, wenn man das Spiel halt kennt. Und damals war das halt nicht so. Und da brauchte ich auch ganz viel Unterstützung, weil ich das sonst einfach nicht gepackt hätte. Aber Subnautica war mit eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, was Spiele angeht. Und ich bereue es bis heute nicht. Aber ja. Ich hatte zum Beispiel auch, ich habe mich nicht getraut, 100 Meter tief zu schwimmen, ohne Seemotte zum Beispiel. Auch wenn man das ein paar Mal muss. Und heute würde ich das auch machen, aber ich bin ohne meine Seemotte sowieso fast nirgendwo hingegangen. Und unter 100 Meter sowieso nicht.
Ich weiß zum Beispiel, wenn ich hier jetzt noch ein Stück weiter geradeaus schwimmen würde, da sieht man den Reaper schon. Da ist Reaper, dahinter der Aurora, wo wir gerade nicht hingucken können, aber halt hinter der Aurora sind auch noch 10 oder 8 Stück. Ne, da sind 8. Da hinten ist einer, weiter links ist der andere, die anderen 7 sind da und da ist der 10. Und ja, es gibt in der Nähe der Aurora 10 Reaper. Bei der Mountain Island sind auch 4 oder 5. Wenn nicht sogar noch mehr. Es gibt viele Reaper. Es gibt über 20 im ganzen Spiel. Bei Ghost Leviathan ist das jetzt was anderes. Na gut, die im Void sehen wir jetzt nicht mit, da sind unendlich viele. Aber halt die Jungtiere, davon gibt es glaube ich 3 oder 4 im ganzen Spiel. Mehr fallen mir gerade nicht ein als 3. Vielleicht gibt es auch 4, deswegen sage ich 3 oder 4. Aber so viele fallen mir nicht ein. Es gibt 2 halt im 2 im Lost River. In Anführungsstrichen Lost River, halt in den Eingängen vom Lost River. Und es gibt einen, der chillt sein Hollywood Life irgendwo im Dings. Dankeschön. Irgendwo im Deep Grand Reef. Oder nur am Grand Reef. Auf jeden Fall gibt es halt mindestens 3. Ja, und Seeimperator gibt es nur einen. Seedrachen gibt es 3, glaube ich. Ich hoffe, dass... Achso, nee, warte, das habe ich schon gelesen. Die Aurora ist ja so eine kleine Insel, auf so eine kleine Insel geflogen und da habe ich gehört, dass hinter der Aurora direkt an der dran so eine kleine Insel mit ein paar Ärzten sein soll. Das stimmt zwar, aber das ist eigentlich keine Insel. Ich zeig das jetzt gleich mal. Es ist eigentlich eine gute Idee. Es gibt Leute, die haben eine Base gebaut. Das ist keine richtige Insel. Das will ich direkt mal vorwegnehmen. Das ist eigentlich überhaupt keine Insel, das ist ein kleines sowas da, so ein kleines Stück Berg, das halt aus dem Wasser rausragt. Aber ja, sowas ist da wirklich. Och, was mache ich jetzt mit diesem scheiß Poster? Ich glaube, ich hänge die alle woanders hin. Weil hier kommt sowieso der Bioreaktor rein. Achso. Also in gewissem Maße stimmt das schon, aber es ist keine richtige Insel. Ist jetzt nicht so eine Insel wie die Mountain oder Floating Island. Ich habe auch von jemandem auf TikTok gehört, dass es einen zweiten Sea Emperor gibt. Aber das kann ich nicht bestätigen. Er meint ja, man soll irgendwie von der Mountain Island westlich oder so fahren und dann findet man irgendwann den zweiten, und der hat mich gefragt, warum das so ist, und ich, wie gesagt, ich wusste nicht mal von der Existenz. Das kann ich auch nicht bestätigen, das können wir eigentlich jetzt gleich auch mal nachgucken, aber angeblich soll da halt noch ein zweiter sein. So, die Scheiße kann hier hängen bleiben, und das Katzenposter, das nehme ich schön mit. Da kenne ich nix. Das kommt schön hier hin. Perfekt. Wisst ihr was? Das gucken wir jetzt direkt mal nach. Warte. Schön die Spinde füllen. So, mit den Spielzeugen weiß ich schon, was ich mache.
Die kriegen einen besonderen Platz, aber noch habe ich gerade keinen Platz in meiner Basis dafür. So, nur damit ich es nicht dabei habe, gebe ich mir das zweite jetzt auch noch, weil wenn ich noch mal eins brauche, spawnt ja oben immer eins. So, wir machen jetzt mal kurz, erstmal speichern. Nein, erstmal speichern wir. Wenn das speichert, nehme ich mein Reparaturwerk-Dings. Dann werden wir einmal schön das hier machen. Bum, bum, bum. Und dann schwimmen wir jetzt dahin. Dann seht ihr auch, wie viele Reaper da sind. Deswegen habe ich übrigens vorher nochmal gespeichert. Aber da so normal hinzufahren wäre Selbstmord. So, während ich fahre, beantworte ich mal kurz ein paar Kommentare. Ich sehe mich gerade, dass ich absolut viele TikTok-Benachrichtigungen habe. Ah, das ist klar. Copyright Strike incoming. Subnautica.help folgt jetzt. Ironisch. Und er hat ein Video kommentiert. Nice. Ja, okay, das war's schon. Der hat einfach nur mal wieder Like-Spam gemacht, obwohl ich extra heiße. Kein Like-Spam. Oh, what's up, Bro? Alter, bist du laut, Alter. Meine Fresse, gehst du mir auf den Sack, Mann. So, verpiss dich, Alter. Ja, aber guck mal, wie riesig dieses Schiff ist. Die Aurora ist so gigantisch, Alter. Ach, Reaper, geh mir nicht auf den Sack. So, hier ist der zweite, glaube ich schon. Das ist gar nicht mehr der erste. Der zweite ist ungefähr in der Mitte bis rechts von den Triebwerken, deswegen. Ich weiß nicht, ob das schon der zweite oder erste, dritte ist. Und, einmal kurz für meine Freundin. Ja, das war der zweite. Jetzt verfolgen mich nämlich schon zwei. So. Dieses Spiel ist so laut, ey. So, wir sind jetzt gleich hinter der Aurori. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstens, hier ist nichts. Und ja, hier unten ist, kennt man Void. Da ist sowieso nichts. Weil die Aurora ist ja, steht ja am Krater-Edge. Also die ist ja genau auf dem Rand vom Krater gelandet. Glücklicherweise. Weil die ins Void gestürzt wäre, das ein bisschen schwierig. Da ist diese Insel, in Anführungsstrichen. Aber ja, ich sag das immer, weil es stimmt. Erstens, meine Stimme kackt ab und zweitens, was ist da drin? Hier ist ein Teil für die Schubkanone. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts, aber tatsächlich ist hier ein Teil für die Schubkanone. Weil normalerweise soll man hier nicht hin. Was man am Void merkt, der Void ist ja, um Spieler davon abzuhalten, wegzufahren, aber ja, man kann hier halt hin. Und das Spiel belohnt dich in gewissen Formen sogar dafür. Und ja, hier sind halt die Ärzte und so. Hier leben aus irgendeinem Grund auch Pirscher. Keine Ahnung, was der hier will. Aber ja, das ist dann in Anführungsstrichen halt die Insel. Hier ist halt auch Metallschrott drauf. Ja, ein bisschen Quarz. Ich glaube, das soll sogar unter Wasser noch sein. Hier Kalkstein. Aber ist jetzt kein Diamant oder so, soweit ich weiß. Ist doch schon was größer, okay? Und wenn wir ehrlich sind, das ist schon ein größeres Gebiet. Aber eine Insel würde ich das nicht nennen, weil man sieht ja, dass das keine richtige Insel ist. Das ist ja einfach nur so ein
aus dem Boden ragendes Bergdings. Wie ich auch gesagt habe. Das ist jetzt nicht irgendwie die Mountain Island oder so, wo man jetzt sagen muss, ey, du musst dahin und die Alien-Kanone deaktivieren. Ist halt ein komisch generiertes Stück Land. So, und ich habe extra vorher gespeichert, weil ich werde ganz sicher nicht zurückschwimmen. Aber man sieht ja, wenn man jetzt hier bei der Aurora, hier geht es dann halt runter. Für die, die das nicht kennen. Das ist jetzt der Bereich hinter der Aurora. Erstens hört man hier schön die Reaper rumschreien, die hier überall rumschwimmen. Und zweitens geht es hier dann halt einfach runter, 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 runter. Und das geht immer weiter runter und irgendwann geht das einfach komplett steil runter und dann kommt halt der Void. Ah ja, da ist Mr. Reaper, den man gerade schlecht sieht. Ja, aber ihr seht das ja runter, runter, runter. Einfach immer weiter runter. Man kommt hier tatsächlich doch noch eine Fläche, aber hier geht es dann auch einfach wieder runter und hier ist dann das Void. Das Void erkennt man an diesen geraden Wänden, die einfach nur runtergehen, weil die schlecht texturiert sind, wie man hier auch sieht. Und hier geht es dann runter, runter. Ich glaube, der Void fängt ab 400 Metern oder so an. Also daran erkennt man halt, ob man gerade im Void ist oder nicht. Normalerweise kriegt man auch noch eine PDA-Message, aber das sind halt diese schlecht texturierten geraden Wände, die runtergehen. Und eigentlich müsste hier bald auch ein Mr. Phantom auftauchen. Oder? Oder machen die das jetzt nicht, weil ich No Damage anhab? Ah. Zählt anscheinend jetzt erst. Das heißt, der Bereich, wo ich hier bin, ist auch noch verbuggt. Ich meine, hier ist nicht mal Musik. Wir können die Dings jetzt wieder laut machen. Ich drehe das einfach in meinem Headset lauter, weil ich weiß, wenn ich das so leise mache, hört ihr fast gar nichts mehr. Ah, jetzt habe ich aber einen Schreien gehört. Ja, da. Mr. Phantom Adult. Und die kann man halt. Man kann die scannen? Weil ich eh gespeichert habe, das bleibt gleich eh nicht so, weil ich hier gleich einfach leften werde. Aber ich will den mal kurz scannen. Ich will wissen, was bei dem normalen Phantom denn steht. Ich kannte nur den PDA vom normalen Phantom-Jungtier-Dings. Kommst du bitte her? Ne, man kann den nicht scannen. Das wird nur angezeigt, weil der auch als. Ach so, doch, keine Energie. Lol, ich bin so lost. Warte. Kommen Sie bitte nochmal her. Ey, jetzt verschwind doch nicht in den unendlichen Weiten von irgendwas. Dann schwimme ich halt weiter runter, da kommt noch einer. Guck mal, triggert dich das? Magst du das, wie ich runterschwimme? Gefällt dir gar nicht, ne? Ich werde deine Eier holen, ich werde in dein Nest einbrechen. Ich glaube, die zwei Bissen, die er mir von meinem Arschloch abgebissen hat, haben ihm jetzt nicht besonders geschmeckt. Kannst du bitte herkommen? Ich will dich nur zur Abwechslung in meinem Leben einmal scannen, weil ich weiß, dass es absolut lange dauern wird. Mache ich kurz Fast Scan. Ist das jetzt dein Ernst? Hat er jetzt einfach keine Lust mehr? Der geht jetzt. Der hat sich jetzt entschieden. Nö. Der schmeckt nicht. Tschüss. So gefällt mir das doch schon besser. Hello, Bitch. Ah, das ist ein anderer. Egal, Hauptsache ich darf dich scannen. Die heißen einfach nur Phantom. Jetzt komm her, weh, tu mir das jetzt nicht an. Ah, danke schön. Es gibt wirklich einen Eintrag dazu? Diese Tiere erreicht eine maximale Größe einer noch lebensfähigen organischen Lebensformen, wurde als Leviathan eingestuft. Ausgewachsene Tiere können ausschließlich an den Rändern des Vulkankraters gefunden, der das Leben und dem Teil der Planeten ermöglicht. Sie reagieren mit extremer Aggression auf Annäherung. Dieses Tier erreicht die Maximalgröße einer noch lebensfähigen organischen Lebensform.
Also heißt es, die wachsen nicht, weil die sonst einfach sterben würden, weil die zu groß sind oder was? Hammerförmiger Kopf. Der knorpelige Vorbereiter. Ja, das steht im Normalen auch. Kiefer. Sie können das vielleicht von jedem Tier in Reichweite durchtrennen, aber alle Anzeichen stehen dafür, dass sie ausgewachsene Phantome von mikroskopischen Lebensformen in dem Gebiet der Ränder der belebten Zone ernähren. Ihre bösartigen Angriffe und Eindringlinge. Blablabla. Also, wenn sie einen angreifen, dann beschützen sie nur, aber eigentlich fressen sie mikroskopisch kleines Zeug. Seine muskulöse Körper, blablabla, Umgebung eines Anpassungen an. Also, er kann seinen Körper anspannen, dieses Zeug, was da um ihn herum ist, dieses Blaue. Er kann das anspannen. Wie so ein Gummi und sich dann mit... Ah, alles klar, was geht hier jetzt für eine Discord? Er kann das anspannen und sich dann wie so ein Gummi nach vorne katapultieren. Lebenszyklus verwandt... Ich kann es nicht lesen. Wanderverhalten möglich. Diese Exemplare wurden wahrscheinlich weit entfernt von dem Ort geboren, an dem es entdeckt wurde. Beurteilung extreme Bedrohung, den Kraterrand meiden. Ja, das sieht definitiv so aus, als sollte ich das hier meiden, ja. So, jetzt verlassen wir nämlich kurz. Weil ich wollte euch sowieso noch meine Base zeigen und das war jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, weil ich ja sowieso da jetzt nicht drin bleiben kann. Ich meine, wäre ich jetzt zurückgeschwommen, das wäre dumm gewesen. Nein. Egal, ich zeig's dir am Ende des Streams. Ich bin jetzt automatisch in die andere reingegangen. Ja, aber dann haben wir die jetzt zumindest auch mal gesehen. Die sind halt viel größer als die Jungtiere. Und ich glaube, die Jungtiere sind auch nur, wie groß waren die? Ich glaube, irgendwas mit 60 oder, nee, 70 Meter. Warte, ich guck nach. Hab ich am Video zugemacht. Aber dass sie einen PDA-Eintrag haben, wundert mich jetzt. Ach, ich Idiot, ich habe da nur hingeschrieben, wie groß die Ausgewachsenen sind. 107 Meter. Siebenundsechzig Meter ist das Jungtier und 107 ist der Ausgewachsene. Also fast nochmal doppelt so groß. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Ich muss jetzt aber eben weg. Ich weiß noch nicht ganz wie lange, aber nicht zu lange. Was hast du eigentlich für Spiele auf deiner PS4? Ich habe eigentlich fast alles. Das jetzt aufzuzählen wäre viel zu schwer. Über 300 Spiele. Ich kann die nicht alle aus dem Kopf, aber... Halt alles mögliche. GTA, Rainbow... Das meiste spiele ich halt nicht mehr. Was ich momentan spiele, ist Apex, Astroneer, Rocket League, The Witcher, Shotgun Farmers, Emily Wants to Play habe ich ja letztens gespielt, Subnautica spiele ich sowieso immer und manchmal auch Fortnite, ja, das will ich ja jetzt nicht bestreiten, ja. Und ja, halt in ein paar Tagen, warte, in 2 Tagen und 14 Stunden noch Subnautica Below Zero dann.
Aber das wird sowieso wieder länger dauern. Hoffentlich. Was mir halt gesagt wurde in Subnautica Below Zero, dass man irgendwie da erfahren kann, wie die Precursor aussehen. Also die Aliens, die die ganzen Einrichtungsscheiße hier gebaut haben auch. Soll man wohl in Below Zero irgendwie erfahren können oder so? Keine Ahnung. Das ist das, was ich jetzt alles noch über das Spiel sonst weiß. Da kenne ich halt den Sea Truck aus dem Trailer sowieso. Den Krebs kenne ich ja so oder so, der ist ja aus Subnautica normal auch. Und ja. So. Weil wir das Spiel heute durchspielen wollten, werde ich jetzt gehen, weil ich muss. Ich beende nicht den Stream. Ich gehe jetzt für 10, 20 Minuten weg. Ich muss nämlich, wie gesagt, mit meinem Hund noch Gassi gehen. Und danach benutzen wir dieses wunderschöne Ding. Spielen das Spiel durch. Und sobald Subnautica Below Zero dann, also ich mache natürlich immer noch TikToks, das ist keine Frage, aber solange Below Zero dann noch nicht draußen ist, werde ich dann erstmal eine Pause von Subnautica machen, was das normale Spielen angeht. Ja, deswegen werde ich mich jetzt auf meinen super tollen Dings hier stellen. Und dann jetzt erstmal weggehen. Ich mache noch meine wunderschöne Dings hier hin. Mein Dings, was da jetzt unten steht. Chat steht da jetzt auch an der Seite. Ich schreibe noch kurz in den Chat, wie lange ich ungefähr weg bin. So, und dann sehen wir uns dann nachher wieder, falls ihr dann noch im Stream seid. Und falls nicht, dann ist das halt so. Bis später.
So, guten Tag, meine werten Damen und Herren. Ich melde mich zurück an der Unterwasserfront, ja. Ich send mal kurz einen Link in den Stream rein. Das ist einfach mal absolut geil. Ich will mal kurz, dass ihr dem alle folgt, was ich jetzt reinschicke. So, ich habe es in den Stream geschickt. Ich will, dass ihr euch das alle im Chat anguckt und dieser Person mal folgt. Also das ist wirklich geil jetzt gerade. Also irgendwie freue ich mich gerade. So. Ach, ich bin dämlich. So, wie gesagt, ich werde jetzt mit dem Developer-Menü arbeiten, damit wir das Spiel durchbekommen. Aber wir werden jetzt nicht alles machen, was ich hoffentlich nicht extra explizit erwähnen muss. So, und für die jetzt nicht geguckt haben, das, was ich gerade in den Stream geschickt habe, ist der Account heißt Subnautica by Justin, also SBJ Fanpage. Was ich gerade irgendwie geil finde. Das habe ich gerade durch Zufall gesehen, weil ich war ja weg. Und dann habe ich von TikTok die Benachrichtigung bekommen, dass er mein Video geliked hat. Also ja, wie gesagt, folgt dem Ehrenmann bitte gerne mal. Hauptsache, ich sterbe erstmal. It is normal when first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You must do with self-discipline. Talentiert. Welcome aboard, Captain. So, wir haben den Krebs. Ach Mann, warum habe ich mich jetzt so ekelhaft verschluckt? So, dieses Projekt sollte ja eigentlich länger sein. Deswegen baue ich die Basis jetzt so, wie ich sie mir in meinem Kopf vorgestellt habe, mal. Okay, warte kurz, ich trinke was. Das ist ja absolut ekelhaft. Da hängt gerade was absolut in meinem Hals drin. Das ist Corona, tut mir leid, Leute. Okay, ist immer noch nicht weg. Okay, während ich hier verrecke, mache ich das jetzt einfach. Was eine Scheiße. So. Ich baue die Basis jetzt so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Alter. So. Ich habe ja, wie gesagt, das nicht ohne Grund an diesem Loch hier gebaut. Warum ist es hier jetzt gerade genauso dunkel drin? Warte. Ich trigger mal kurz die Feuerscheiße.
Alter. Ich stumm mich ab jetzt besser, weil das ist irgendwie ein bisschen eklig vielleicht für manche. Wenn ich mir jetzt hier die ganze Zeit den Arsch abhuste. So. Reicht das bis hier unten? Stabil. So, warte. Boah, was eine Scheiße. Man, fuck mich das gerade ab. So, die Gecheateten mache ich weg. Aber ich will die Scheiße freigeschaltet haben. Weil mit dem Cheat Bob the Builder schaltest du alle Dinge, die du bauen kannst, frei. Und ich glaube, es ist weg. Auf jeden Fall wird es gerade eindeutig besser. Tut mir jetzt leid, dass ich gerade halb im Verrecken war. Also natürlich nicht so übertrieben, so hatte ich das nicht geplant, aber in meiner normalen Welt habe ich in genau diesem Loch auch Wärmereaktoren drumherum platziert. Weil dieses Loch halt einfach, wenn du die hier drumherum platzierst, hast du halt 70 Grad ungefähr. Das ist halt die heißeste Temperatur im Spiel, also das hier zu bauen hat halt nur Vorteile. Okay, ich sterbe gerade immer noch. Aber jetzt aus einem anderen Grund. So, und ja. So habe ich mir das halt vorgestellt. Kurz nochmal verrecken. Halt, dass hier Wärmereaktoren unten sind und die dann nach oben leaden. Und zu meiner Basis hinführen. Meine originale Basis war halt genau über diesem Loch gebaut. Och man. Aber guck mal auf den Strom jetzt. Hä? Warte mal. Warum? Hä? Das soll nicht. Das soll bitte mit dem hier oben. Okay, warte mal. Was ist hier jetzt für ein Fehler unterlaufen? Funktioniert das denn jetzt so? Nein, hä? Okay, jetzt checke ich nichts mehr. Oder geben die einfach nichts dazu bei? Zum generellen Strom. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Also, was ich halt vorhatte. Tür, öffne dich. Hier sollte ein Bioreaktor stehen. Ich habe die Plätze für alles schon reserviert.
So. Warum der jetzt so rum ist, weiß kein Mensch. So. Der sollte hier stehen. Einen Kernreaktor mag ich nicht. Also ich mag den halt nicht. Dann wollte ich das Spinde an den Wänden und Stromdings platzieren. Warte. Hier. So habe ich das bei mir in meiner normalen Welt nämlich auch. Wir tun jetzt so, als hätte ich, würde ich das hier alles gerade legit erspielen. Und das wäre die Welt, so wie ich mir sie vorgestellt habe. So wie ich sie haben wollte. So, da drüber dann die Energie, die Batterieladeteile. So ungefähr ist es in meiner normalen Milch auch. Nicht genauso, wäre ja langweilig, wenn ich immer dasselbe bauen würde, aber so. Das ist dann hier praktisch so der Engine-Energieraum-Dings, ne? Was? Okay, warte. Ja, also da würde dann Energie reinkommen, aber... Okay, das mit den Wärmereaktoren funktioniert gerade irgendwie nicht richtig. Frag mich aber nicht warum. Die haben irgendwie keine Lust. Deswegen füllen wir at least ihn hier auf. Der würde damit schon gut arbeiten. Also seht ihr ja, jetzt fühlt sich meine Energie wieder auf. Damit haben wir auch ein höheres Gesamtding. So, die Verstärkung wollte ich hier in dem Flur alle platzieren. Aber weil der Flur jetzt doch nicht so groß ist, wird das wohl nicht möglich sein. Ich wollte hier unter dem Raum, der da vorne ist, einen Zuchtbehälter platzieren. Aber in einem extra Raum. Das hätte dann nämlich ungefähr so ausgesehen. Ach ja, der Platz hier, wo das Ding ist, das wollte ich später nämlich wegtun. Der ist nämlich eigentlich reserviert für die Water-Filter-Maschinen. Ach, warum kann ich die nicht platzieren? Wegen dem Spind? Okay, das hätte ich dann später auch festgestellt. Na, das ist jetzt unpraktisch. Stellt euch vor, sie wäre da. Wir tun einfach so, als wäre sie da gewesen. Thank you. Ich weiß gerade räumlich nicht ganz, wo ich bin. Ich glaube, Nee. Hier sollte der Tauchdock, glaube ich, hin. Nein, warte. Dann hier? Oder hier vorne? Ich glaube, da ist jetzt auch egal. Weil ich ja auf jeden Fall jetzt schon mal weiß, dass ich rechts sich hin muss. Platzieren wir da die Leiter. So, zack. Einmal bitte runter. Einmal bitte runter. Dankeschön. Bin wieder da, okay. Ja, ich ja auch, wie du gerade merkst. So. Da. So sollte denn das halt alles aussehen. Die Tür mache ich jetzt einfach mal auf, damit man hier einen besseren Überblick hat. Dann hatte ich hier meine Eier extra festgehalten, weil wie gesagt, das war halt auch so geplant. Warum das mit den Wärmereaktoren jetzt nicht ganz funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Werde ich gleich nochmal nachschauen, aber... Ah, ich kann mir, glaube ich, denken, wieso. Ich habe eine Vermutung. Ach ja, so. Bum, bum. Das eine ist nämlich eins von einem Elektroaal und das ist eins von einem
von einem Hand von so einem Rochen. Ich weiß gerade nicht ganz, wie die heißt. Okay, die waren anscheinend schon. True. So. Und die würden dann da drin jetzt hatchen. Eigentlich kann man auch kurz drauf warten. Normalerweise sollte das nur einige Sekunden nehmen. Und die wachsen halt jetzt. Dann einmal so. Das Ding ist jetzt da, naja. Weil ich mag es eigentlich lieber, wenn der Tauchdock auch mit der Basis verbunden ist. Auch wenn das natürlich nicht sein muss. Ja, da sieht das jetzt schon mal so aus. So habe ich das auf meiner Hauptwelt auch gemacht. Auf jeder Kante ein Solarmodul. Hä, aber warte mal, was denn? Oh, wir kriegen Schaden. Ups. Eigentlich egal. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphic. Das ist von der Fanpage, wie geil. Ja, für den, dich, wie war dein Name nochmal? Also ja, das ist ja das, der Account von deiner Mom, aber ich meine jetzt dein TikTok-Name. Ich habe dich auch schon öfter in meinen Kommentaren gesehen. Ah ja, Eisbier. Diesen Link, den ich reingeschickt habe, folgt dir mal bitte. Das ist eine Fanpage von mir, die erstellt wurde. Das habe ich eben, während ich weg war, entdeckt. Also ja, wäre nett, wenn du halt folgen würdest, weil es ist eigentlich schon echt eine Ehrensache, sowas. Oh, wir machen das anders. Ach so, scheiße, warte. Ja, ich sag ja, ihr werdet in meiner Basis vieles wiedererkennen, wenn ich da später mal euch das zeige. Okay, Mara, ich bin gleich wieder da. Okay, danke schön. Also ihr werdet eine Menge wiedererkennen. Ich glaube, ich mach den dann doch da weg. Und ich sollte vielleicht mal meine Basis reparieren. Wonderful. So. Da kann man übrigens immer noch einfach drüber laufen. Nein? Haben die das gepatcht? Okay. Weil ich das hier aber wirklich nicht brauche, kommt das jetzt dahin. Und die Luke brauche ich eigentlich auch nicht. Oder mache ich da jetzt auch noch ein Window? Ja, das sieht eigentlich schon gut aus. Hier unten habe ich in meiner Hauptwelt halt drumherum auch noch Fenster platziert, aber das lasse ich hier jetzt einfach mal aus. Und eigentlich was Besseres, was ich hier mache. Bitte, das geht hinter der Leiter, bitte. Ja.
Okay, gut. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber es sieht nicht falsch aus, würde ich jetzt behaupten. So, hab, Dankeschön. Warum habe ich keine? Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Vital signs stabilizing. So, dann wäre hier halt der Tauchdock. Manche Leute sagen ja, man sollte sich zwei Tauchdocks bauen, aber das ist wie ein zweiter Penis. Einfach nur unnötig. Ich meine, man braucht es nicht. Weil eins reicht. Keine Ahnung, was das für ein Vergleich war. Ah, ist klar, die haben schon meine Kameras geklaut. Das ist eine Sache, die passieren kann, ja. Wir machen natürlich einen Slingshot-Krebs. Ich meine, das sollte keine Frage sein. Penis. Aber dieser Account ist jetzt halt nur noch, um das Spiel so ein bisschen zu show-offen. Halt die Möglichkeiten zu zeigen. Das Durchspielen ist jetzt eh zu spät. Mehr oder weniger. Na, die können wir da gleich. Ich werde den Spind aber nicht abbauen. Das sehe ich eigentlich nicht ein. Ich lebe da jetzt mit, ist egal. So, ich brauche noch die Dings. Schlafzimmer und alles kommt auch noch. Ich schlage jetzt zwar viel Zeit tot, aber wie gesagt, das ist ja. Im Endeffekt wollte ich ja nicht einfach nur das Spiel durchspielen. Und weil das ja jetzt sowieso nicht mehr geht, müssen wir es ja auf eine andere Weise irgendwie lösen. So, warum ich übrigens die leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität nehme. Warte, isst du gerade? Ja. Und nicht die andere ist, weil guck mal, wie schnell man dann ist. Das ohne Segelleiter, der macht dann keinen. Der macht dann wenig Unterschied nur noch. Ich meine. Viele Sekunden mehr wäre natürlich auch cool, aber ist jetzt nicht so, als würde ich das unbedingt brauchen. Du Hurensohn. So, wie nennen wir den Krebs? I have big. Ja, ich bin sehr erwachsen, ich weiß. So, schwarz, der Name weiß, in rot.
Nein, so. Aua, ih, mein Rücken tut weh. Oh mein Gott. So, und die Streifen werden auch weiß. Und dann haben wir einen wunderschönen Krebs erschaffen. Bei dem ein Modul fehlt. Der soll Paul heißen. Okay. Dann nenne ich ihn halt Paul. Nein, du Hurensohn. Egal, eigentlich kann er auch da unten stehen bleiben. So. Bitteschön. So, dann haben wir hier noch einmal Mr. Seemotte. Oh. Hallo. Na, man kann dies. Alles klar. Die hat sowieso nur noch 7%. Passt ja, weil dann lädt die sich jetzt schön auf. Aber wie heißt Seemotte dann? Okay, mal danke, dass du Bescheid gesagt hast. Ja, aber so ein bisschen merke ich mir die Namen von den Leuten, die meine Videos aktiv gucken. Denen bin ich ja dann auch positiver gegenüber eingestellt. Logischerweise. So. Ja, sind meine geilen Wirbeltorpedos aus meinem letzten Video. Bernhard, okay. Beste Idee, den Bernhard zu nennen. So, dann haben wir Bernhard auch fertig. All systems online. Mr. Crab, oder? So, das wäre dann der Stil von dieser Welt gewesen. Auf meiner TikTok-Welt-Map habe ich ja alles in einem blau-weißen Stil gehalten. Hier ist es dann schwarz-weiß. Auf meiner originalen Welt ist es, glaube ich, rot-weiß. Oder rot-schwarz. Also ich habe immer ein bestimmtes Farbschema auf jeder Welt für meine Fahrzeuge. Und hier wollte ich halt schwarz-weiß nehmen. Und das habe ich auch sonst noch nirgendwo gehabt. Überleg dir schon mal einen Namen für den Zyklopen. Too big. Gertrud. Alter, ihr habt so kreative Namen. Krank, ja. Ach, deswegen war ich eben so langsam. Jetzt bin ich absolut schnell. Ohne Seegleiter. Also so schnell ist das jetzt nicht, aber guckt im Vergleich.
schon Speedy, ja. So, wenn das jetzt nicht reicht, ist der Zyklop ein Fettsack. Dankeschön. Big. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Eigentlich lustig. Es gibt ein kleines U-Boot, einen Roboteranzug und dann auf einmal so ein riesiges Fettsackteil. Hallo Zyklop, lange nicht gesehen, ich mag dich nicht. So, wir nennen das Gertrud. Wo ist das und? Da. Nein, es geht nicht. Ich hasse mein Leben. Okay, dann müssen wir uns jetzt für Gertrud oder Hildegard entscheiden. In der Zeit färbe ich das Ding um, ja. Hildegard, okay. Sehr sozial, dass er hier so aufeinander zukommt, ja. So, hallo. Das Tiefenmodul sollte ich haben. Ich glaube, das sollte noch drin sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon 6 Stück gemacht habe. Einfach perfekt. Ich bin eine 1. Ja, das ist mein super tolles neues Tauchboot, das scheiße ist. Ja, weil manche Leute mich fragen, warum ich den Zyklopen so hasse, ist es eigentlich ganz einfach. Das Ding ist, wo ist mein Reparator? Das Ding ist fett, langsam, unwendig. Und einfach nur Kanonenfutter. Das hätte man mit sich bei einer fahrenden Basis denken können, meinen jetzt einige. Aber viele sind immer so gehypt auf den Zyklopen. Aber ich hasse dieses Ding einfach. Mein Lieblingsfahrzeug ist auch die Seemotte. Ist auch eigentlich das erste, was man so bekommt. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Warte, habe ich das in meiner Welt so gemacht oder hat das nicht funktioniert? Ich will kurz was testen. Ich wollte nämlich, ja, das hat funktioniert. Ich wollte hier oben so ein Ding platzieren. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das geklappt hat oder ob ich abgefuckt war, weil es nicht geklappt hat. Er kommt hier hin. Da hinten habe ich noch was anderes vor. Einmal. Den baue ich jetzt mal ungefähr so gleich, wie ich den noch in meiner Welt gebaut habe. So, das ist Mr. Pingus. So, und bei meinem normalen Zyklopen habe ich hier nämlich Essen reingebaut. Damit ich unterwegs nicht wegverhungere oder so ein Scheiß. Was ich hier reingebaut habe, sollte offensichtlich sein.
Aber das muss ich erstmal wiederholen. Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Habt ihr heute Schule? Außer meine Freundin, weil bei der weiß ich, dass sie morgen Schule hat. Hä, warte mal. Nein, okay, hat's schon erledigt. Ich bin falsch. Das sieht halt schon geil aus, ne? Ich habe Ferien und die nächste Woche. Ich habe noch nicht Ferien. Ich glaube, erst in 2 Wochen oder so haben wir Ferien. Ja, warte, Baby, weißt du, wann wir Ferien haben? Übernächste Woche oder die Woche danach, also in 3 Wochen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir haben auch bald Ferien. Ach, I don't know. So, was ich immer gemacht habe, ist, das. Ich habe da immer ein Bett platziert. Normalerweise weiter an der Wand. Und weil ich jetzt weiß, dass meine Freundin den Stream sowieso schon eigentlich immer dabei ist, gucke ich, dass wir das Spiel jetzt noch schnell durchbekommen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass die jetzt wegen mir noch Stunden wach bleibt. Die hat nämlich auch eben schon gefragt, ob ich noch über 1 Stunde streame. Ich versuche es zu vermeiden. Und wenn nicht, spielen wir einfach morgen weiter. Ist jetzt nicht eine Katastrophe. Was sind denn die nächsten Ferien? War es gerade mein Hund oder mein Opa? Keine Ahnung, die nächsten Ferien sind, glaube ich, die Sommerferien? Ja. Sollten Sommerferien sein. Aber warte mal. Ja, warte, Dings, ich weiß jetzt deinen Namen nicht, Typ im Stream. Ich nenne dich jetzt Eisbär, auch wenn ich weiß, dass du nicht mehr so heißt. Das sind doch noch gar keine Sommerferien, die du hast, ne? Das ist irgendwas anderes. Hä, was hast du denn für Ferien? Jetzt check ich gar nichts mehr. Das sind doch keine Sommerferien, oder? Am 5. Juli. Dann sind Sommerferien. Aber du hast auch in NRW geguckt, ne? Ja, aber meine Lehrerin meinte irgendwie, wir haben in 2 oder 3 Wochen schon Sommerferien. Oder die hat was anderes gemeint, weil ich habe ja nur jede 2. Woche Schule. Vielleicht meint die, dass ich da noch 2 oder 3 Mal in der, halt hin muss. Und das meinte die vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Sommerferien nicht mehr so lang. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Okay, das eben war mein Hund. Am 25. Mai sind Pfingstferien, ja dann so. Hä? Mai kommt Juli oder Juni zuerst? Bei mir sind Sachsen-Anhalt am 22.7. Sommerferien. 22.7., wir haben den 5., ne? Dann in 2 Monaten. Ja. Das kann sein oder so. Am 25. Mai sind Pfingstferien. Aber wenn die am 25. Mai sind, kommt denn nach Mai Juni oder Juli?
März, Mai. Wieso kann ich die Monate nicht auswendig? Juni ist der 6. Monat und Juli ist der 7. Monat. Wir haben den 5., also haben wir auch in, ja, auch ungefähr in 2 Monaten. Okay, dann haben wir das jetzt hoffentlich geklärt. Wofür habe ich Essen gemacht? Ich hatte alles dabei. So, dann haben wir jetzt ungefähr alles gebaut. Ich mache noch Ionenzeug. Vielen Dank, jetzt werde ich das vielleicht auch mal lernen irgendwann. Also da kann man von Glück reden, dass ich sitzen geblieben bin damals. Weil in der 10. Klasse habe ich definitiv nichts zu suchen. Wenn ich nicht mal die Monate kann. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was habe ich jetzt noch? Taschenlampe. Ja, manche Dinge habe ich halt gar nicht gebaut. Stasegewehr. Schubkanone. Irgendwas relativ Wichtiges fehlt doch noch. Achso. Ich weiß was. So, diese ganzen Drecksbatterien kommen jetzt erstmal schön fett in den Müll. Should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, well, you just say ham and cheese. Hey.
Ham and Cheese. Okay. Wenn man sich auf so eine Krabbe stellt und damit der Gravity Gun fliegt, kann ich machen, aber das geht auch ohne die Krabbe. Hey, was machst du da? Ich muss wohl gucken, ob ich das hinbekomme. Das ist ein bisschen tricky. So, ein letztes Mal. Bumm. Wenn das für die Seemotte komplett unnötig ist. Weil ihre Batterien sind sowieso irgendwie von Gott gepriesen und halten 10 Jahre. Und jetzt docken wir den Krebs noch schnell an. Let me in! No joke, jetzt lass mich rein. Dankeschön. So. Ach Schatz, geh doch schlafen. So. Problem ist. Ah, ich würde den Glitch machen. Ich gebe es zu, es ist scheiße, wie das jetzt gelaufen ist. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, wie es jetzt halt ist. Und wir hätten das Spiel normal durchgespielt, aber. Im Endeffekt kann ich jetzt nichts mehr daran ändern. Ach, und ich muss die Neptun noch bauen. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich natürlich nicht ins Wasser springen würde, wie so ein Idiot. Ja, das ist scheiße hier auf der Rettungskapsel. Warte, ich muss doch sowieso die Neptun-Rakete bauen. Dann kann ich doch jetzt schnell die Plattform machen und dann mache ich das da drauf. So. Ich weiß nicht, ob man so da drauf stehen muss oder andersrum. Bitteschön. Was ist das? Ach, ein Refrain. Das ist die schnellste Fortbewegungsmethode, aber man fällt schnell runter. Deswegen muss man gut aufpassen, was man macht. Sonst kann das ein bisschen Abfuck sein. Ja. Das geht mit einem Stase-Werkzeug, das geht eigentlich auch mit einem Reparaturwerkzeug, das geht mit einem Laserschneider. Du musst dich halt nur richtig drauf positionieren und den dann grabben und dann schnell nach oben gucken. Damit nicht so eine Scheiße passiert wie bei mir eben.
Eigentlich ist es gar nicht so schwer. So, wir machen noch kurz die Rakete fertig. Runner machen das immer. Dieses Rumgefliege. Die stellen dann auch am Ende vorher dieses Ding schon hier hin. Platzieren das dann so. Und fliegen dann am Ende da hoch. Weil das schneller geht. Ja, aber ich bin gerade zu dumm. So geht das auf jeden Fall. Gerade weil bei der Subnautica eine Sonnenfinsternis. Ach, bei Subnautica. Kann sein. Hatte ich auf meiner normalen Welt auch schon mal. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwas heißt, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Easter Egg. Aber eigentlich cool. Aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber das ist mir schon mal aufgefallen, dass es sowas gibt. Dann stellt sich der Planet, glaube ich, vor die Sonne oder irgendeinen anderen. Aber ja, ich weiß. Ich habe nur gerade nicht drauf geachtet, weil ich dachte, das wäre einfach nur Nacht geworden. Ja, das ist übrigens ein Glitch, wie man die Wolken besser sieht. So kann man auch checken, ob dies die richtigen sind. Man spammt einfach ein bisschen das Touchpad. Weil die richtigen, die leuchten so dumm durch das PDA. Die da auch, aber die erkennt man ja sowieso unschwer. Neptune 1 Rocket online. So. Dann ziehen wir mal ab, ne? Am Anfang auf Stufe 1? Nein, zum Glück. Shit. Folgendes, ich, vergesst es. Wäre ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt zugebe. Bladderfish. Und wieder irgendwo hängen geblieben, weil das Ding fett wie Scheiße ist. Na, wie gesagt, ich hasse den Zyklopen. Also ich mag ihn nicht einfach nur nicht, ich hasse ihn wirklich. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass es den in Below Zero nicht mehr gibt. Hab sowieso keinen Bock, das Scheißding zu bauen. Wieder hängen geblieben, ey, dieses Ding. Das Problem ist, man denkt, ja, 12 Meter in der Höhe geht ja noch. 12 Meter ist absolut groß, okay? Ich werde jetzt hier wieder hängen bleiben. Na, nicht hängen bleiben, aber gegenstoßen. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2.
We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Da wollte ich gerade sowieso hinschwimmen. Weil genau da ist der ein Eingang zur, sorry, das triggert mich. Genau da ist ein Eingang zur, zum Lost River. Also exakt da, den werdet ihr jetzt sehen. Deswegen ist das, was ich auf TikTok, das erwähne ich jetzt im Stream zum dritten Mal bestimmt schon, aber das sage ich immer wieder, wenn mich Leute nach Anfängertipps fragen, geht einfach nach den Notsignalen. Weil wirklich alles, was ihr braucht, hat ein Notsignal. Sogar das Jelly Shroom Gebiet, was ihr gar nicht braucht, hat ein Notsignal. Alles, wo ihr für die Notsignale, also die Notsignale, die führen euch zu allem, wo ihr hin müsst, um das Spiel durchzuspielen. Und der hier, der taucht auch auf, wenn man, entweder, wenn man, glaube ich, ich weiß nicht, es gibt zwei Trigger. Eine Sonnenfinsternis triggert das, glaube ich, sogar. Und wenn du ins Deep Grand Reef gehst. Also einfach nur unter die Floating Island. Das triggert dieses Notsignal auch. Und ja, die muss man triggern. Manche kommen einfach mit der Zeit, aber manche Notsignale muss man auf bestimmte Weise auch triggern. Und wie gesagt, jedes Notsignal führt euch zu irgendeinem Ort, der wichtig ist, um das Spiel durchzuspielen. Es gibt doch ein, zwei, die sind einfach nur so, weil da vielleicht coole Sachen sind, wie zum Beispiel der Zyklopsonar. Zum Beispiel, den findet man nicht bei einem Notsignal, aber... Also schon, aber nicht direkt bei einem. Und eigentlich ist wirklich alles, was man braucht bei einem Notsignal. Hier ist zum Beispiel jetzt die Blood Kelp Zone. Und das ist auch der Grund, warum ich damals die Entscheidung getroffen habe, in einem meiner Videos nicht diesen Entrance zu zeigen. Weil dann hätte ich auch einfach sagen können, ja, geht nach Notsignal 2. Das führt euch direkt in die Blood Kelp Zone und ins Lost River. Das hätte ich sagen können. Hätte ich das gemacht, hätte ich kein richtiges Video dazu machen können. Also es hatte schon einen Grund, warum ich so einen schwierigen Weg in den Lost River gezeigt habe. Weil das hier ist der einfachste Weg und der langweiligste. Ja, was ist langweiligste, aber... Das ist jetzt so dieser Standardweg. Weil das Problem ist, dass das A und O, da seht ihr, ich bin jetzt hier bei dieser Rettungskapsel, die ist genau unter mir. Und da ist der Eingang zum Lost River. Weil das A und O in Subnautica ist erkunden. Story und alles ist gut und schön. Aber der wichtigste Punkt ist halt wirklich das Erkunden selber. Weil es gibt ein oder... Achso, ja stimmt, das wollte ich machen. Es gibt ein oder zwei Gebiete, die du nur durch selber suchen finden kannst. Und zum Beispiel der Eingang, es gibt glaube ich kein Signal, das dich zum Deep Grand Reef führt. Der einzige Hinweis, den du bekommst, ist glaube ich die Degassi-Basis. Und wenn du nicht ins Deep Grand Reef kommst, triggerst du das hier zum Beispiel nicht. Und das wirst du eigentlich niemals finden, wenn du dich nicht, wenn du nicht genug erkundest. Oder wenn man den Lost River, du findest zwar ganz viele Eingänge dafür, aber wenn du den zum Beispiel nicht erkundest, kommst du niemals in die Lavazone. Und für die Lavazone gibt es kein Notsignal. Den Weg zur Lavazone muss man selber finden, aber der ist eigentlich komplett einfach zu finden. Das sage ich auch immer auf TikTok, einfach dieser Grütze hier folgen. Erstens führt die einen zum Lost River, was eigentlich ist das schon der Lost River.